Aya Ahuja, Professorin für Soziologie an der Georg-Auguste-Universität Göttingen, zu meiner Rechten. Dann den Tim Lubetzky, der eingesprungen ist für den Thorsten Schulten, der kurzfristig absagen musste wegen Krankheit. NGG, Gewerkschaftssekretär Augsburg-Schwaben. Und dann Florian Moritz vom Bundesvorstand DGB, Referatsleiter Internationale und Europäische Wirtschaftspolitik, der auch gleich anfangen wird. Mein Name ist Christian Christen, ich mache die Moderation, bin Referent für Wirtschaftspolitik in der Bundestagsfraktion Die Linke. Gut, das geht ja nahtlos. Vielen Dank für die Einladung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie gesagt, Florian Moritz ist mein Name. Ich bin beim DGB Bundesvorstand für europäische und internationale Wirtschaftspolitik zuständig. Das heißt, viel Euro-Krise in den letzten Jahren eigentlich der Schwerpunkt gewesen und jetzt seit rund 2 Jahren sehr, sehr viel TTIP. Das ist ein bisschen anstrengend, weil das quasi wie so ein extra Job on top gekommen ist. Umso froher bin ich, dass ich nicht zu TTIP eingeladen wurde von euch, sondern zu einem ganz anderen Thema. Ich muss vielleicht trotzdem noch vorweg sagen, dass der DGB als Deutscher Gewerkschaftsbund ja sozusagen für Lohnverhandlungen an sich und sozusagen auch für den Titel so direkt nicht unbedingt zuständig ist, sage ich mal. Wir haben mit Lohnverhandlungen ja direkt nichts zu tun, sondern das machen unsere Mitgliedsgewerkschaften. Umso besser, dass ein Kollege von der NGG da ist. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich so ein bisschen aus makroökonomischer Perspektive ein bisschen was erzählen über Lohnentwicklungen. Ich habe auch ein paar Folien noch von Thorsten Schulten da integriert oder geklaut. Weil Christian gesagt hat, ich habe nicht so viel Zeit, fange ich gleich mal an und mache es dann auch nicht so ausführlich. Wenn jetzt funktioniert natürlich dieses Ding nicht wahrscheinlich von der Entfernung her oder irgendwas. Na, Amigo? Doch, jetzt. Gut, was hatten wir? Was hatten wir um die Jahrtausendwende? Wir hatten hohe Arbeitslosigkeit, wir hatten eine abnehmende Tarifbindung und wir haben dann die berühmten Reformen der Agenda 2010 gehabt, was wiederum zu einer stagnierenden Lohnentwicklung geführt hat. Ich habe hier jetzt mal einfach die Reallohnentwicklung jeweils zum Vorjahr aufgezeigt. Da sieht man schon, Mitte der 2000er Jahre gab es tatsächlich sinkende Reallöhne. Das heißt, die Löhne sind weniger gestiegen als die Preise, als die Inflationsrate. Ja, also ziemlich schlechte Lohnentwicklung. Wenn man das ein bisschen auseinander nimmt, sieht man, dass die Bereiche, also die Tariflöhne, die von den Gewerkschaften sozusagen ausgehandelt werden, sich besser entwickelt haben als die Löhne insgesamt. Die Tariflöhne sind hier diese blaue Linie. Es gab in den meisten Jahren eine negative Lohndrift. Wozu hat das noch geführt? Diese relativ schlechte Lohnentwicklung hat eben dazu geführt, dass es eine Umverteilung gab. Ja? Der Anteil der Arbeitnehmer am gesamtwirtschaftlichen Kuchen hat abgenommen und die Gewinn- und Vermögenseinkommen sind quasi stärker gestiegen. Ja? Der Gewinnanteil ist gestiegen. Der Anteil des Arbeitnehmerentgelts am Volkseinkommen ist gesunken. Insbesondere da sieht man es bis Ende der 2000er Jahre. Ne? Das ist jetzt kein besonders, was ist hier los? Erstens kein absolut neues Phänomen. Das heißt, wir haben letztendlich schon einen längeren Trend einer sinkenden Lohnquote. Ja, und das ist jetzt auch kein absolutes Phänomen, was auf Deutschland beschränkt ist, wie man hier sehen kann. Nichtsdestotrotz hat sich da in den 2000er Jahren in Deutschland dieser Trend verstärkt. Also das sind quasi verschiedenste andere Länder. Die Punkte sind Japan, die rote Linie USA und der Eurozone bzw. der EU-Durchschnitt. Ne? Da sieht man überall langfristig eine sinkende Lohnquote seit den 70er Jahren. Hinzu kommt, also jenseits dieser Primärverteilung zwischen Kapital und Arbeit, ist auch innerhalb sozusagen der Lohneinkommensbezieher, aber auch oder innerhalb, sage ich mal, der Einkommensbezieher die Ungleichheit gestiegen. Ja? Die Leute, die hohe
Einkommen haben, die natürlich dann insbesondere auch wieder Gewinn- und Vermögenseinkommen sind, haben verhältnismäßig stark zugelegt. Das sind jetzt Zahlen von 99 bis 2009. Während die mit niedrigen Einkommen eher Einkommensverluste hinnehmen mussten. Ja, das kommt sozusagen verschärft noch hinzu. Was ist die Folge davon? Die Folge davon ist letztendlich, dass die Kaufkraft in Deutschland gesunken ist und die privaten Konsumausgaben stagniert haben. Wir sehen da, wie die Entwicklung in der EU ist. Die ist um rund 16% gestiegen seit dem Jahr 2000, der private Konsum in Deutschland weit weniger. Ja, also bis 2009 sieht man nur um 4%, während es in der EU um 16%, also viermal so stark im Durchschnitt gestiegen ist. Ja, also der Konsum hat stagniert. Letztendlich haben sich die Exporte gut entwickelt, aber dadurch, dass die Binnennachfrage quasi geschwächt wurde durch die schwache Lohnentwicklung, sind die Importe dann hinter den Exporten zurückgeblieben, wie man sieht. Also die rote Linie die Importe, die schwarze Linie Exporte. Und dadurch ist quasi ein Exportüberschuss entstanden, von dem man ja oft in der Zeitung liest oder anderswo. Ne? Dieser Deutschland-Export-Weltmeister, wir haben einen enormen Exportüberschuss, exportieren weit mehr, als wir importieren. Gut, das Problem ist, und mir wurde gesagt, ich soll das auch ein bisschen in Verbindung mit der Euro-Krise sozusagen bringen. Wo ist das Problem, wenn wir einen hohen Exportüberschuss haben, also vergleichsweise geringe Importe im Vergleich zu recht schnell steigenden Exporten? Das Problem ist einfach, wir verschenken ja sozusagen diese Exportüberschüsse, diese überschüssigen Waren nicht, sondern die werden ins Ausland geliefert, und wenn ich mit dem gleichen Wert Güter nach Deutschland aus diesem anderen Land, aus dem Handelspartnerland geliefert werden, dann ist das natürlich eine Verschuldung. Ja? Dann verschuldet sich sozusagen das andere Land genau in Höhe des deutschen Exportüberschusses. Und man sieht hier recht gut, dass eben diesen Exportüberschüssen in Deutschland eben Exportdefizite, wenn man so will, oder Importüberschüsse in anderen Ländern gegenüberstehen. Und man sieht hier, Deutschland hat hohe Exportüberschüsse in Milliarden, ist das hier, also bis zu 180 Milliarden waren das, jetzt noch mehr geworden, angehäuft. Und im Gegenzug gibt es dann, was weiß ich, Länder wie Spanien, dieser gelbe Balken beispielsweise, oder Italien, oder auch der grüne Balken ist Frankreich, die dann zum Teil erhebliche Exportdefizite, ne, aufgehäuft haben. Und diese graue Linie ist der Durchschnitt der Eurozone. Der wäre meistens mehr oder minder ausgeglichen. Ne? Immer mal ein bisschen mehr, immer mal ein bisschen weniger. Da am Rand sieht man die jüngste Entwicklung, seit quasi die Euro-Krisenpolitik gestartet hat. Sage ich vielleicht gleich noch was dazu. Ich habe erwähnt, die Kaufkraft ist sozusagen gesunken, dadurch, dass die Lohnentwicklung vergleichsweise schlecht war. Man kann das auch so sagen, weil was für uns oder für die Lohneinkommensbezieher sozusagen die Löhne sind und damit die maßgebliche Variable für die Kaufkraft und das, was wir uns kaufen können, ist natürlich für die unsere Löhne bezahlen, sind das erstmal Kosten. Ja? Insofern kann man das auch als Kosten ausdrücken und kann sagen, die Lohnstückkosten in Deutschland haben sich vergleichsweise schlecht entwickelt oder sind vergleichsweise wenig gestiegen im Vergleich zur EU, die Lohnkosten für die Unternehmen. Ja? Also die Lohn, letztendlich die Löhne bereinigt und den Produktivitätsfortschritt. Das heißt letztendlich, dass die preisliche Wettbewerbsfähigkeit, so kann man sagen, Deutschlands gestiegen ist. Man sieht hier wieder die Auseinanderentwicklung. Dass das hier bei Deutschland sinkt, bedeutet die Wettbewerbsfähigkeit, die preisliche nimmt zu. Bei den anderen Ländern, das sind traditionell die Krisenländer, Italien, Griechenland, Spanien, auch Frankreich, hat eben die preisliche Wettbewerbsfähigkeit, wenn man so will, dagegen abgenommen. Jetzt ist das Problem, in der Schuldenkrise wurde quasi dieser Begriff Wettbewerbsfähigkeit verengt auf diese preisliche Wettbewerbsfähigkeit, ich würde sagen, zu einer Art Fetisch. Und diese Krise, die ja als Finanzkrise sozusagen begonnen hat, als Bankenkrise begonnen hat
wurde dann umgedeutet, einmal zu einer Schuldenkrise, Staatsschuldenkrise und andererseits eben zu einer Frage der Wettbewerbsfähigkeit, ja, zu einer Krise der Wettbewerbsfähigkeit. Das sind sozusagen die zwei Punkte, Staatsschulden, fehlende Wettbewerbsfähigkeit in Krisenländern, die sozusagen die EU oder auch die Bundesregierung immer thematisieren als Ursache der Krise. Und entsprechend fielen dann auch die Antworten aus der Politik, ja, und man hat gesagt, gut, das ist eine die haben ein Wettbewerbsfähigkeitsproblem, was müssen wir machen? Wir müssen irgendwie die Löhne runterkriegen in den anderen Ländern der Eurozone, die eine Verschlechterung ihrer Wettbewerbsfähigkeit gesehen haben. Das wurde gemacht durch die Troika, aber auch durch Maßnahmen der EU-Kommission, wurden beispielsweise Tarifsysteme massiv beschnitten. Hier nur als Beispiel, in Spanien galt ein Flächentarifvertrag 2008 noch für 12 Millionen Beschäftigte, 2013 waren es nur noch 4,6 beispielsweise. Ja? Und so wurde das eigentlich in fast allen Krisenländern durchexerziert. Griechenland gab es außerdem eine massive Kürzung des Mindestlohns, wie wir wissen, andere Maßnahmen, die die Löhne gedrückt haben. Das kann man hier mal sehen in dem Vergleich. Das ist letztendlich die Reallohnentwicklung in verschiedenen Ländern, ein bisschen klein gedruckt. Und wenn man sehr weit zurückgeht, also von 2014 bis zum Jahr 2000, da sieht man, dass da sieht man unten Deutschland schlechte Reallohnentwicklung, wenn wir jetzt sozusagen bis 2000 zurückgehen. Auch Spanien und Italien noch. Griechenland ist da schon nicht mehr mit einer negativen Reallohnentwicklung. Aber wenn wir uns den Zeitraum seit der Krise angucken, das ist dann die rechte Spalte, da sehen wir, durch diese Antikrisenpolitik wurden eben gerade in den Krisenländern die Löhne massiv gedrückt. Ne? Das Problem an der Geschichte, sie funktioniert letztendlich nicht. Die These dahinter war ja, wir machen die jetzt wettbewerbsfähig, dann können auch die Krisenländer exportieren, dann können die quasi so wie das Vorbild Deutschland Wohlstand und Arbeitsplätze schaffen, indem sie mehr exportieren und dadurch wird Wachstum entstehen und die Arbeitslosigkeit bekämpft. Tatsächlich hat diese Krise eben auch nur dazu geführt, dass die Binnennachfrage in diesen Ländern ebenfalls massiv gedrückt wurde. Entsprechend ist die Arbeitslosenzahl eben nicht gesunken, sondern gestiegen. Und wir wissen auch, dass das Wachstum in diesen Ländern komplett zusammengebrochen ist und letztendlich dadurch auch die Staatsschuldenquote nicht gesunken, sondern gestiegen ist. Ne? Von 2011 bis 2014 diese Antikrisenpolitik, diese Lohndrückerei im Namen der Wettbewerbsfähigkeit, die hat so ungefähr Mitte 2010, kann man sagen, angefangen. Hier kann man auch nochmal sehen, dass das eben nicht funktioniert. Lohnkosten senken und dann steigen die Exporte. Das ist interessant, weil Spanien immer das Beispiel ist, was genannt wird von den Verfechtern dieser Politik, wo gesagt wird, ja, man sieht ja an Spanien, wir haben die Löhne, die sind wettbewerbsfähig geworden, jetzt geht sozusagen das Leistungsbilanzdefizit, das Exportdefizit, was wir vorhin gesehen haben, geht zurück in Spanien. Wenn man sich das aber ein bisschen genauer anguckt, dann stellt man fest, diese graue Linie sind die Importe, ja. Und die rote Linie, orange Linie sind die Exporte. Die Exporte steigen auch nicht schneller als vor der Krise. Unten diese blaue Linie sind die Lohnstückkosten. Ja, ja. Und wir sehen, die Exporte steigen jetzt genauso schnell, wie sie gestiegen sind zu Zeiten, als die Lohnstückkosten stark gestiegen sind in Spanien. Lohnstückkosten stagnieren, sinken in Spanien. Trotzdem steigen die Exporte nicht schneller. Was aber passiert, ist, dass eben die Importe, also die Nachfrage, die Binnennachfrage und damit auch die Nachfrage nach Importen gesunken ist in der Krise und auch durch diese Lohnkürzungspolitik eben weiter stagniert. Ja, also da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das sind beispielsweise, gibt es jetzt mittlerweile auch zahlreiche Berechnungen, die auch zeigen, dass so ein Absinken der Lohnstückkosten zwar dazu führt, also eine hohe Korrelation hat mit der Entwicklung der Importe, also dazu führt, dass die Binnennachfrage sozusagen gedrückt wird, gleichzeitig die Korrelation mit der Exportentwicklung aber gering ist. Also nicht dazu führt, dass es eben die Exporte super stark steigen. Und das hat eben auch in Deutschland nicht funktioniert. Insofern ist aus unserer Sicht auch dieses
Argument, in Deutschland hat das geklappt, wir haben die Löhne gesenkt, dadurch sind die Exporte so gestiegen, ist eben auch falsch. Ja? Wenn wir uns hier angucken, das ist zum Beispiel eine Grafik, die ich von Thorsten geklaut habe. Wenn wir uns hier angucken, die Lohnstückkosten, wie sie sich entwickelt haben in Deutschland, ich habe schon gesagt, verhältnismäßig schlecht, insbesondere in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre, wie wir sehen, haben sich schlecht entwickelt. Da würde das klassische Argument würde lauten, okay, dadurch wurde die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert, die Exporteure konnten ihre Preise senken und konnten dadurch mehr exportieren. Tatsächlich haben die Exporteure ihre Preise überhaupt nicht gesenkt, die haben die weiter ansteigen lassen und haben einfach diese Differenz, diese sinkenden Lohnkosten genutzt, um extra Profite einzufahren. Ja? Also haben ihre Wettbewerbsfähigkeit, ihre Preise nicht gesteigert. Und so ist aus unserer Sicht eben auch, und da gibt es auch verschiedene Studien dazu, eben hauptsächlich nicht preisliche Gründe verantwortlich für den deutschen Exportboom. Ja? Also insgesamt, die Exportsektoren bei uns sind sehr tendenziell sehr kapitalintensiv. Lohnkosten spielen da eher eine geringere Rolle. Und warum exportiert wird oder warum die deutschen Waren sozusagen gekauft werden, hat maßgeblich damit zu tun, wie die Konjunktur bei den Handelspartnern läuft. Aber dann auch damit, ob diese Produkte, diese spezialisierten Produkte im Maschinenbau und so weiter gebraucht werden. Ja? Ein kurzer Ausblick, zuletzt gab es ganz gute Lohnabschlüsse. Es gibt auch insgesamt eine gute Arbeitsmarktentwicklung. Wir reden gleich noch über prekäre Beschäftigung und so weiter. Da werden wir sehen, dass das nicht alles Gold ist, was da glänzt. Wir haben die Einführung des Mindestlohnes und haben auch tatsächlich das erste Mal Wachstum, das von der Binnennachfrage getragen wird, sozusagen, ja, seit langem. Ja, und wir haben auch, wenn man sich das anguckt, das ist jetzt eine relativ kurze Frist, aber wir haben auch seit Anfang des Jahres, seit Dezember letzten Jahres, das erste Mal wieder nennenswerte Ausschläge beim Umsatz in Einzelhandel. Das stagniert sonst seit Ewigkeiten. Ja, das ist eigentlich so der beste Indikator auch für die Konsumnachfrage. Und auch letztendlich, was ist denn da los hier, Computer? Letztendlich ist es, das kann man jetzt hier noch nicht so richtig, kann man nicht so richtig gut erkennen. Letztendlich steigen da am Rand die Lohnstückkosten auch. Und ja. Gut, aber ich habe gesagt, das Ganze dient ja auch dazu, dass wir eben nicht diese riesen Exportüberschüsse fahren, sondern dass wirklich eine ausgeglichene Außenhandelsbilanz besteht. Und davon sind wir eben noch weit entfernt. Ja? Und eigentlich weiter entfernt als je, wenn man sich die Prognosen anguckt. Das ist jetzt hier die Gemeinschaftsdiagnose der sogenannten führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Und die sagen eben, nach diesen Rekordüberschüssen, die wir in den letzten Jahren schon immer erwirtschaftet haben im Außenhandel, sagen die für 2015 einen Überschuss in Höhe von 8,5% des Bruttoinlandsprodukts voraus und für 2016 genauso. Das ist massive Überschüsse. Und das, obwohl sich die Binnennachfrage im Vergleich zur letzten Dekade, sag ich mal, oder letzten 15 Jahren, verhältnismäßig gut entwickelt. Ja, trotzdem steigen diese Exportüberschüsse massiv an. Und da kann dann eigentlich nur das Fazit sein, dass das eben noch nicht ausreichend ist, sondern dass wir weiter daran arbeiten müssen, erstens diesen Niedriglohnsektor beispielsweise weiter auszutrocknen, höhere Löhne durchsetzen zu können und auch eine andere Fiskalpolitik zu machen, also mehr öffentliche Investitionen zu tätigen und dadurch zu einer stärkeren Binnennachfrage zu kommen sozusagen und diese Leistungsbilanzüberschüsse abzubauen. Danke. Jetzt wären ein paar Minuten für kurze Nachfragen. Wir steigen nachher in die Diskussion ein, wenn alle drei Referentinnen kurz gesprochen haben. Aber gibt es jetzt irgendwelche Verständnisfragen bei der Fülle an Materialien? Nö. Ja? Kurze, knappe Antwort. Ja, genau. Also das habe ich anders dargestellt.
Und tatsächlich gibt es eben Untersuchungen, dass man kann dann sagen, Preiselastizität, ja, dass die relativ gering ist bei den deutschen Exporten. Dass eben, also ich sag mal so ein, aus dem Alltag gegriffen, würde man jetzt auch sagen, man kauft jetzt nicht den BMW, weil er so billig ist oder so. Ne? Also bei Maschinen ist es noch mal klarer, da sind das sehr spezialisierte Maschinen, die da produziert werden, die eben auf eine bestimmte spezialisierte Nachfrage treffen. Ja? Und insofern kann man sagen, dass dieser Exportboom in den 2000ern beispielsweise damit zusammenhängt, dass in Ländern wie China oder so Produktionsstrukturen aufgebaut wurden, die eben darauf angewiesen waren. Ja? Also es sind sehr Nachfrageaspekte, die dann eine sehr große Rolle spielen. Und da gibt es auch zahlreiche Untersuchungen mittlerweile. Natürlich spielen die Preise immer auch eine gewisse Rolle, aber das ist bei Deutschland doch maßgeblich anders aus unserer Sicht. Ja? Und bei Spanien ja beispielsweise auch offensichtlich. Noch eine Nachfrage? Sonst gehen wir über von dem Euro-Krisenmodell und den Problemen in den verschiedenen Ländern und der Situation in Deutschland jetzt zu den prekären Beschäftigten. Ganz genau, ja. Ist an? Ja, gut, okay, wunderbar. Versteht ihr mich so halbwegs? Wunderbar, gut. Okay, meine Aufgabe hier ist jetzt ein bisschen von den Zahlen hier wegzukommen und darüber zu reden, wie eigentlich so eine Politik, die auf Ausbau des Niedriglohnsektors abzielt, wie die sich eigentlich in Betrieben auswirkt. Also das heißt, es geht um die Spaltung der Belegschaften. Es geht um die Spaltung der Belegschaften und die Auswirkungen auch auf die Kampfkraft von Gewerkschaften. Gut, um zu dem Thema was zu sagen, würde ich gerne verschiedene Punkte machen. Ich würde anfangen mit der Frage, was ist eigentlich prekäre Arbeit, weil wir uns darüber, glaube ich, verständigen müssen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Ist prekäre Arbeit eigentlich gleich Niedriglohnjob? Ist das dasselbe? Welche Funktion hat prekäre Beschäftigung? Und ich würde sagen, sie hat die Funktion, Belegschaften zu teilen und Herrschaft zu verschärfen. Und zu guter Letzt gibt es eigentlich sowas wie eine Politik der Prekarisierung. Und was kann man eigentlich dagegen tun? So, das ist ein ziemlicher Ritt. Ich werde versuchen, das möglichst kurz und präzise zu verhandeln. Ich steige direkt ein mit prekärer Arbeit. Was ist das? Im akademischen Markt gibt es da eine Fülle von Diskussionsangeboten zu dem Thema. Ich glaube, dass die meisten sich darin einig sind, dass prekäre Arbeit gut zu definieren ist als eine Unterschreitung von Standards, die durch eine bestimmte Art von Arbeitsregulierung gesetzt werden, die wir normalerweise mit dem Begriff Normalarbeitsverhältnis verbinden. Das sind zeitspezifische Standards der Regulierung von Arbeit. Ich selber finde es immer sehr hilfreich, davon auszugehen, dass prekäre Beschäftigung drei Dimensionen hat. Es geht nämlich um eine materielle Unterschreitung der Standards von Normalarbeitsverhältnissen. Das heißt, hier reden wir tatsächlich über Niedriglohn, über Arbeit, von der man nicht leben kann. Es gibt eine rechtliche Dimension. Das heißt, Schutz von Arbeitsrecht zum Beispiel gilt nur eingeschränkt. Soziale Sicherungssysteme sind nicht unbedingt erreichbar. Verträge sind eher befristet, Tarifverträge sind selten und so weiter. Und es gibt eine betriebliche Dimension, das heißt, prekär Beschäftigte sind normalerweise weniger stabil in betriebliche Strukturen integriert als andere Kolleginnen. Betriebliche Solidarität funktioniert weniger gut. Betriebsräte, Personalräte haben größere Schwierigkeiten, sie zu organisieren und so weiter. Gut, grundsätzlich macht dieser ganze Prekaritätsbegriff nur Sinn, wenn man ihn als einen relativen Begriff definiert, nämlich als einen, der nur zu verstehen ist als Unterschreitung von Standards, die durch dieses Normalarbeitsverhältnis gesetzt sind. Zweiter Punkt, ist prekäre Arbeit und Niedriglohnjobs, ist das eigentlich dasselbe? Ich würde sagen, die meisten prekären Jobs sind tatsächlich schlecht bezahlt. Deswegen habe ich gesagt, materielle Standardunterschreitung ist was man für die Definition von einem prekären Job braucht. Andererseits hat man im Niedriglohnbereich aber auch jede Menge Leute mit unbefristeten Vollzeitjobs. Denken wir nur ans Friseurhandwerk oder sowas. Das heißt, die würden in unseren Statistiken, die wir haben über Arbeitsmarktentwicklung, als Normalarbeitsverhältnisse auftauchen. Unbefristete Vollzeitjobs, das ist die Definition von Normalarbeitsverhältnis. Die sind also nicht deckungsgleich, diese beiden Bereiche, aber sie sind schon deutlich überlappende Beschäftigungssegmente. Gut, was ist die Größenordnung von Niedriglohnbeschäftigung?
Auch ich hatte die Anforderung, möglichst Thorsten Schulten zu ersetzen, was ich garantiert nicht kann. Aber ich habe seinen letzten Veröffentlichungen jedenfalls jetzt entnommen, dass derzeit, nee, Moment, im Jahr 2010, 22,2% der Beschäftigten in Deutschland von Niedriglöhnen gelebt haben. Das heißt, sie haben weniger als 2/3 des durchschnittlichen mittleren Stundenlohns bekommen. Und der lag damals, 2010, bei 9,15 Euro oder sowas. Gut. Das ist im Verhältnis zum EU-Durchschnitt ziemlich hoch. Höher ist der Anteil der Niedriglöhner, sagt Kollege Schulten, wie gesagt, in den drei baltischen Staaten, in Polen, Estland und in Zypern. Und das war's. Stand 2010. Wie ist der Zusammenhang zwischen Niedriglöhnen und Prekarität? Klar, hat was mit materieller Prekarität zu tun, das leuchtet, glaube ich, unmittelbar ein. Und wir wissen, dass Beschäftigte zum Beispiel in Minijobs oder in Leiharbeit besonders oft von Niedriglöhnen betroffen sind. Es geht aber auch weiter. Niedriglöhne heißt nicht nur, dass man wenig Geld verdient, sondern es heißt, es hat auch was mit rechtlicher Prekarität zu tun. Zum Beispiel damit, dass unter Niedriglöhnern die Quote derer, die nicht von Tarifverträgen erfasst werden, besonders hoch sind. Wiederum Kollege Schulten hätte uns hier berichtet, dass in Betrieben ohne Tarifvertrag 31% der Beschäftigten für Niedriglöhne arbeiten, in Betrieben mit Tarifvertrag sind es nur in Anführungsstrichen 12%. Also allein diese Zahl ist natürlich auch schon ein Skandal, aber es gibt diesen massiven Unterschied. Gut, was ich nun interessant finde und worüber ich eigentlich vor allen Dingen reden will, ist, dass Niedriglöhne auch was mit betrieblicher Prekarität zu tun haben. Bei Lohnfragen geht es nämlich, wie man jetzt sich ja wahrscheinlich denken kann, immer nicht nur um Geld, sondern es geht auch um Anerkennung und Würde. Und Lohnfragen hängen direkt mit Fragen von betrieblicher Solidarisierung zusammen. Das heißt, wenn wir über gute Arbeit reden, über Gegenkonzepte zu Prekarität, dann müssen wir auch über Löhne reden. Und zwar nicht nur, weil Armut trotz Arbeit ein gesellschaftlicher Skandal ist, sondern auch, weil Prekarisierung und die Ausweitung von Niedriglöhnen eben direkt zur Spaltung von Belegschaften beitragen. Führt mich zu meinem dritten Punkt. Ich habe gesagt, ich will über Teil- und Herrschaftsstrategien reden. Reden wir zunächst über das Teilen, die Spaltung von Belegschaften durch die Aufteilung. Mehrere Phänomene müssen wir uns da anschauen. Zum einen Phänomene wie Privatisierung. Wenn man den Reinigungsdienst, die Kantine, Sicherheitsdienst und so weiter in andere Unternehmen auslagert, dann wird damit faktisch die Belegschaft aufgeteilt. Der Betriebsrat ist für die Ausgelagerten nicht mehr zuständig. Gewerkschaften unter Umständen auch nicht. Zum Beispiel in meiner eigenen Forschung, ich habe mich viel mit dem Reinigungsgewerbe befasst, war das große Problem, dass in dem Moment, wo ein Reinigungsdienst aus dem Kernunternehmen ausgelagert worden ist, die Gewerkschaft, die das Kernunternehmen organisiert hat, nicht mehr zuständig war, sondern die Reinigungskräfte waren dann in Reinigungsfirmen und vertreten durch die IGBAU. Ein zweites Phänomen neben Privatisierung ist der Aufbau von prekären Randbelegschaften. Das ist nochmal was anderes. Das heißt, dass Teile des Kerngeschäfts ausgelagert werden. Also zum Beispiel Leiharbeiten der Autoproduktion. Dann macht die prekäre Randbelegschaft denselben Job wie die Kernbelegschaft, aber zu völlig anderen Bedingungen, nämlich zum Beispiel als Angestellte einer Leiharbeitsfirma. Auch das heißt, dass Belegschaften aufgeteilt werden. Es entstehen diese beliebten Subunternehmerpyramiden, also von einem Unternehmen zum anderen lässt sich das dann nachvollziehen. Oft mit Leiharbeit, Werkverträgen und so weiter verbunden. Und hier sprechen wir nicht nur über prekäre Verhältnisse in den ausgelagerten Betriebsteilen, sondern eben auch darüber, dass der Druck auf die Stammbelegschaften natürlich ausgebaut wird und intensiviert wird in dem Moment, wo die prekären Ränder den Festangestellten permanent vor Augen führen, dass sie ersetzbar sind und dass es auch anders ginge. Dass damit die Schwächung von Betriebsrats- und auch von Gewerkschaftspositionen einhergeht, ist, glaube ich, ziemlich selbstverständlich. Okay, das ist der Teile-Aspekt. Warum heißt es denn, dass Herrschaft sich verschärft? Dass Prekarisierung von Arbeit Machtungleichgewichte zwischen Kapital und Arbeit vertieft? Man kann sich da alle möglichen Phänomene anschauen. Ich will nur auf ein paar Punkte ganz kurz hinweisen, die uns vielleicht in der Diskussion ein bisschen zur Strukturierung dienen können. Ich glaube, wir müssten uns anschauen instabile Erwerbsbiografien. Wenn ich nicht weiß, wo ich auf Dauer meinen Lebensunterhalt verdiene, ist die Zukunftsplanung schwierig, die Abhängigkeit von meinem Job wächst, meine Möglichkeiten im Job bestimmte Bedingungen durchzusetzen werden zurückgehen.
Wir können genauso gut über Arbeitsprozesse reden. Niedriglöhne, prekäre Beschäftigung und so weiter heißt, dass wir eine Vereinzelung in den Betrieben haben. Man sieht das ganz gut zum Beispiel bei den Reinigungskräften, mit denen ich mich beschäftigt habe. Die haben keine stabilen Einsatzorte. Die werden quasi permanent mit ihren Kolonnen in unterschiedlichen Betrieben eingesetzt, haben dementsprechend wenig stabile Beziehungen im Arbeitsprozess, weder mit ihren eigenen Kolleginnen noch mit der Stammbelegschaft dort. Wir können über prekäre Arbeitsmärkte reden. Häufige Jobwechsel verhindern nämlich den Aufbau von stabilen Beziehungen zu Kolleginnen und die Fluktuationsraten sind in den Bereichen, über die wir gerade reden, teilweise enorm. Wir können über segmentierte Arbeitsmärkte reden. Die Trennung zwischen Stamm- und Randbelegschaften erschwert Solidarisierung. Wieder ein Beispiel aus dem Reinigungsgewerbe. Dort hat die Privatisierung, die Auslagerung von festen Reinigungsjobs in Reinigungsfirmen dazu geführt, dass sich die Leute, die die Gebäude benutzt haben und die Reinigungskräfte quasi nicht mehr gesehen haben. Das wissen wahrscheinlich viele von euch aus dem eigenen Arbeitsbereich. Die Putzkolonne kommt morgens, bevor der Dienst losgeht, kommt abends vielleicht noch mal ins Haus, wenn alle Nutzerinnen schon wieder draußen sind. Das heißt, die Vorstellung, dass man hier eine gemeinsame Politik macht zwischen diesen ausgelagerten Belegschaftsteilen und denen, die im Kerngeschäft bleiben, ist extrem schwierig. In vielen Bereichen in der Automobilindustrie konnte man das lesen. In letzter Zeit wird es auch signalisiert dadurch, dass die Arbeitsbereiche getrennt sind, dass die Leiharbeiter andere Arbeitskleidung tragen als die Festangestellten und so weiter und so weiter. Stichwort kollektive Interessenvertretung. Die Subunternehmerpyramiden erschweren die Arbeit von Betriebs- und Personalräten schlicht und ergreifend deshalb, weil die Betriebs- und Personalräte für die ausgelagert sind, offiziell gar nicht mehr zuständig sind. Und wir haben natürlich in dem Moment, wo Outsourcing stattfindet, auch oft einen Branchenwechsel. Was dazu führt, in vielen Fällen, dass Gewerkschaften anfangen, sich darüber zu streiten, wer eigentlich zuständig ist. Ist der Fuhrpark von VW zum Beispiel jetzt eigentlich noch die Metallbranche oder ist das jetzt schon ein Dienstleistungsbetrieb, der eigentlich eher in den Verdi-Zuständigkeitsbereich gehört? All diese Fragen machen Organisierung extrem schwierig. Mein Fazit aus dieser Entwicklung ist, dass Konflikte zwischen Beschäftigten gezielt verschärft werden, weil Konkurrenz um die Jobs geschürt wird und weil auch die sozialräumliche Basis für Solidarisierung beseitigt wird. Die Frage ist ja, trifft man sich überhaupt noch, wenn durch Prekarisierung und Niedriglohnpolitiken Belegschaften aufgespalten werden? In vielen Bereichen ist es so, dass diese Tendenzen, Outsourcing und so weiter, mit einer enormen Arbeitsverdichtung einhergehen. Das heißt, Kommunikation wird allein schon deshalb schwierig, weil die Freiräume in der Arbeit zurückgehen. Und wir haben natürlich oft ganz heterogene Belegschaften im Reinigungsgewerbe zum Beispiel. Vorwiegend Frauen mit hohen Fluktuationsraten, viele mit Migrationshintergrund, bei denen die Organisierung und Kommunikation schwierig ist. Okay, ich habe jetzt gesagt, Spaltungen werden gezielt verschärft, aber wer sind hier eigentlich die Akteure? Einerseits ganz sicher die Unternehmen, die Arbeitskraft möglichst billig einkaufen wollen, die da aber eine unterschiedliche Politik machen. Für die Stammbelegschaften will man schon Dauerhaftigkeit und Qualität. Hier wird teure Arbeitskraft dann auch gerne intensiv genutzt, aber an den Rändern wird in Kauf genommen, dass die Fluktuationsraten eben relativ hoch sind. Dort will man Einsparpotenziale gerade darüber realisieren, dass man die Löhne senkt. Das ist also genau der Niedriglohnbereich. Gleichzeitig, denke ich, sind Unternehmen nicht das Einzige, was wir im Blick behalten müssen, sondern die Rolle des Staates ist ein ganz interessantes Thema bei der Frage von Prekarisierung der Arbeit und auch beim Ausbau des Niedriglohnsektors. Damit bin ich schon bei meinem fünften Punkt. Haben wir es eigentlich mit sowas zu tun wie einer Politik von Prekarisierung? Ich fand es ganz interessant, dass in den letzten Monaten, als die Diskussionen über Niedriglohn gelaufen sind, das Argument sehr zentral war in den Medien zum Beispiel, dass sich Politik aus der Lohnfindung rauszuhalten hat mit dem klassischen Argument Tarifautonomie. Das ist ein gutes Argument. Das Problem ist bloß, dass der Staat die Politik sich aus der Lohnfindung überhaupt nicht raushält. Und das kann man ganz gut an verschiedenen Punkten sehen. Der erste Punkt ist der Umstand, dass Niedriglohnsektor prekäre Beschäftigung arbeitsrechtlich gefördert worden ist, und zwar ganz massiv in den letzten Jahrzehnten. Bis in die 80er Jahre hinein waren Reformen im Arbeitsrecht und sozialen Sicherungsbereich oft damit verbunden, dass Normalarbeitsverhältnisse ausgebaut worden sind. Man hat also zum Beispiel versucht, Leiharbeit diesen Standards näher zu bringen.
Man hat Synchronisationsverbote ausgesprochen. Man hat im Bereich der Befristung dafür gesorgt, dass die Befristungshöchstdauer nicht permanent angestiegen ist und so weiter und so weiter. Also man versuchte wirklich, diese prekären Erscheinungen auf Normalarbeitsstandards zu bringen. So ungefähr Mitte der 80er Jahre haben wir eine Trendwende. Das Beschäftigungsförderungsgesetz war da ganz zentral. Ab dem Punkt sollten die prekären Jobs nicht mehr unattraktiv gemacht und beseitigt werden, sondern man hat sie ausgebaut. Man hat die Möglichkeiten erweitert für Unternehmen, befristete Verträge abzuschließen, Leiharbeit einzurichten und so weiter und so weiter. Also hier hat der Staat eine absolut aktive Rolle gespielt. Von Zurückhaltung aus der Lohnfindung kann keine Rede sein. Zweiter Punkt, aktivierende Arbeitsmarktpolitik. In meiner Disziplin der Arbeitssoziologie neigen wir immer dazu zu denken, dass das, was in den Betrieben passiert und das, was im Arbeitsmarkt passiert, ein bisschen unterschiedliche Welten sind und nicht so allzu viel miteinander zu tun hat. Das kann man, glaube ich, nicht gut aufrechterhalten, wenn man sich anschaut, welche Folgen dieser staatlich organisierte Druck auf Beschäftigte, jeden Job anzunehmen, auch für die Realitäten in den Betrieben mit sich bringt. Genau das ist nämlich der Hintergrund, warum Leiharbeit und solche Beschäftigungsverhältnisse in den letzten Jahren zugenommen haben, warum Befristungsunwesen um sich gegriffen hat und so weiter. In den Betrieben ist es als Spaltung von Belegschaften, vertiefte Spaltung von Belegschaften, fast in allen Branchen zu studieren. Der dritte Punkt, wo staatliche Politik sich überhaupt nicht aus Lohnfindung rausgehalten hat, ist die Toleranz von Grauzonen. Ich sage nur Stichwort geringfügige Beschäftigung, Minijobs, ist zum Beispiel im Reinigungsgewerbe seit Jahren ein großes Thema. Das war interessanterweise ursprünglich ein sozialpolitisches Unterstützungsinstrument, was vor allen Dingen für Kriegerwitwen gedacht war. Die sollten sich nämlich aussuchen können in ihrer ganz prekären materiellen Situation, ob sie jetzt Geld in die Sozialversicherung stecken sollen oder nicht. Das war der Anfang. Wir waren aber relativ schnell dann schon so weit, dass Leute unter einer bestimmten Einkommensgrenze quasi daran gehindert wurden, Sozialversicherungsabgaben zu zahlen und damit im Zusammenhang eben auch Sozialversicherungsschutz zu bekommen. In den letzten Jahren haben wir feststellen können, dass die Grenzwerte für geringfügige Beschäftigung permanent erhöht worden sind. Damit wächst dann die Zahl derer, die in einem relativ unregulierten Schattenbereich unterwegs sind. Was ist die Konsequenz? Eine wachsende Zahl von Frauen sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Schwarzarbeit ohne Arbeitsverträge blüht. Das heißt, dass man bei Konflikten auch nicht gut vor ein Arbeitsgericht gehen kann, weil man sich selber anzeigen müsste, schwarz zu arbeiten. Und Ausbeutungsstrategien sind erprobt worden, die wir heute in Bezug auf den Mindestlohn ganz viel diskutieren. Wenn zum Beispiel Tariflöhne steigern im Reinigungsgewerbe und die Einkommensgrenze Minijob feststeht, dann erhöht man einfach die Leistungsanforderungen und überlässt den Leuten einfach länger zu arbeiten, um mit diesen Anforderungen zurechtzukommen. Und das ist genau das, was in den letzten 4-5 Wochen in Bezug auf Mindestlohn diskutiert worden ist. Okay, letzter Punkt. Wie lässt sich denn jetzt eigentlich diese Spaltung der Belegschaften überwinden, die durch Unternehmen gefördert wird, durch die Politik gefördert wird? Gibt es denn Potenziale für Gegenwehr und Solidarisierung? Ich würde sagen, insgesamt ist die Situation eher düster, weil Prekarisierung ganz eindeutig Entsolidarisierung fördert. Der Widerstand von Beschäftigten richtet sich nämlich leider oft nicht gegen Unternehmen oder Management, sondern gegen die billige Konkurrenz. Und auch die prekär Beschäftigten selber haben relativ schwere Chancen, sich miteinander zu solidarisieren. Ich habe schon gesagt, in der Reinigung zum Beispiel sind das Problem die Arbeitszeiten, die wechselnden Arbeitsorte und so weiter. Und der Punkt, dass man kaum Kontakt zur Stammbelegschaft hat. Es gibt gerade eine neue Studie über das Dienstleistungsproletariat von einem Hamburger Kollegen namens Philipp Stab. Der erzählt, wie sich das zuspitzt, dieses gegenseitige Misstrauen, zum Beispiel im Reinigungsbereich, wo Beschäftigte wirklich als eine Randbelegschaft wahrgenommen werden, nicht integriert werden und gleichzeitig anfangen, so einen täglichen Kleinkrieg gegen die Nutzer ihrer Gebäude zu führen. Also insgesamt eine düstere Situation. Aber gibt es denn trotzdem Anhaltspunkte, wie man diese Situation überwinden und Solidarisierung erreichen könnte? Aus meiner Forschung kenne ich ein paar Punkte und ich würde die gerne einfach ganz kurz in den Raum werfen, weil sie uns vielleicht in der Diskussion weiterbringen. Im Reinigungsgewerbe zum Beispiel gab es schon in den 80er Jahren die interessante Tendenz, dass Leute direkt in die Gewerkschaft eingetreten sind, in Betrieben, in denen es keine Betriebsräte gab.
Die Betriebsräte konnten sich nicht gut etablieren, weil die Fluktuationsraten so hoch war, weil die Beschäftigten so wenig miteinander zu tun hatten. Aber die Frauen sind dann wirklich ziemlich gezielt damals in die IGBAU eingetreten, was die Gewerkschaft nur sehr teilweise gefreut hat. Es gab nämlich das Problem, dass die sehr geringe Beiträge bezahlt haben, aber andauernd vom Arbeitsgericht waren. Da gibt es tolle Protokolle von Vorständen der IGBAU, also wo dann die Gewerkschaftsfunktionäre begründen, warum man Reinigungskräfte nicht gezielt anwerben könne. Und die organisierten Reinigungsfrauen dann Türen knallend den Saal verlassen. Trotzdem, an dem Punkt hat sich Gewerkschaftspolitik in den letzten Jahren auch verändert und ich glaube, das könnte ein Ansatzpunkt sein. In Bereichen, in denen betriebliche Interessenvertretung nicht funktioniert, direkt über gewerkschaftliche Organisierung zu gehen. Zweitens gab es in den letzten Jahren ein paar interessante Ansatzpunkte dafür, das Problem zu lösen, dass Leute ohne Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung, die in dem prekären Bereich eine große Rolle spielen, faktisch keine Arbeitsgerichtsprozesse führen können. Also aus Berlin habe ich das irgendwann mal gehört, dass dort so Stellvertreterregelungen eingeführt worden sind für den Baubereich, dass quasi Illegale nicht direkt vorm Gericht erscheinen mussten, sondern es dort irgendwelche so niederschwelligen Akzeptanzangebote gab, dass die sich durch andere vertreten lassen und trotzdem ihre Prozesse ausführen können. Interessanterweise ist das Problem in den USA schon längst gelöst, weil dort in dem Moment, wo ich einen Arbeitsprozess anstrenge, eine Abschiebung unmöglich ist. Sowas bräuchten wir zum Beispiel in Deutschland auch. Man kann vor Ort Bewusstsein für die gemeinsame Betroffenheit, zum Beispiel von Arbeitsverdichtung und Rationalisierung, schaffen. Im Reinigungsgewerbe war das der Klassiker. In dem Moment, wo die Reinigungskräfte ausgelagert worden sind, ist die Arbeitsverdichtung in den Stammbelegschaften gestiegen. Reinigungsfrauen im öffentlichen Dienst haben nämlich zum Beispiel jede Menge Nebentätigkeiten erledigt, die die Arbeit der Stammbelegschaften, der öffentlich Angestellten, entlastet haben. Das heißt, es gab eine gemeinsame Betroffenheit, trotzdem wurde die Belegschaft gespalten. Aber ich glaube, an diesen gemeinsamen Tendenzen und Betroffenheiten kann man anknüpfen. Und zu guter Letzt, denke ich, müssten wir uns die sozialstrukturelle Entwicklung anschauen und die Mobilisierungskonzepte dann entsprechend anpassen. Die prekären Zonen wachsen, da sind wir uns einigermaßen sicher, aber wir wissen nicht, was passiert. Entsteht jetzt ein Prekariat, also sowas wie die neue Unterschicht oder welche Begriffe wir sonst noch so hatten in den Medien in den letzten Jahren, also eine abgegrenzte sozialstrukturelle Gruppe, die in prekäre Beschäftigung abgedrängt ist? Oder sind die Übergänge fließend? Und ich glaube, dafür spricht eigentlich viel mehr. Dass immer mehr Menschen eigentlich im Lauf ihrer Erwerbsbiografie Phasen von prekärer Beschäftigung erleben. Und vor allem, dass Leute, die vielleicht selber noch in Normalarbeitsverhältnissen sind, bei ihren Kindern, bei ihrer Verwandtschaft, bei ihren Kollegen Betroffenheit durch Prekarisierung sehen. Also das heißt, wir haben hier unter Umständen relativ enge Beziehungen zwischen denen, die in den verschiedenen Bereichen des Arbeitsmarktes arbeiten, die sich für Organisierung auch wirklich anbieten. Okay, kurz und gut, es sind verschiedene Ansätze, die man sehen kann aus den letzten Jahren. Ich denke, wir sollten darüber diskutieren, welche von diesen Ansätzen eigentlich erfolgreich werden kann, sein kann. Aber auf jeden Fall ist klar, wir haben eine Situation, die stark auf Entsolidarisierung geht. Niedriglöhne heißt nicht nur, dass ein Teil der Beschäftigten weniger Geld bekommt, sondern dass sie in einer schlechteren Situation sind, nicht nur ihre materiellen Interessen durchzusetzen, sondern auch rechtliche Absicherung und betriebliche Solidarität zu erfahren. Und dementsprechend muss auch Gegenwehr an allen diesen Punkten ansetzen. Wir haben vorhin in der letzten Sitzung viel darüber geredet, wie Konzepte für gute Arbeit aussehen könnten. Ich glaube, hier ist in meinem Bereich, wo ganz dringend was zu tun wäre. Dankeschön. Ja, auch hier die kurze Frage, gibt es Verständnisfragen? In die Diskussion steigen wir danach dann nochmal ein. Wenn es keine gibt, dann, ach ja, hier stehen auch, hier stehen wir hier, ja. Dann würde ich gleich an Tim Lubeski übergeben, der, denke ich mal, viele praktische Beispiele bringen kann und damit Nicoles Vortrag dann komplettieren kann. Ich versuche es mit dem. Ja, danke schön. Ja, das kann ich gerne tun, weil die wissenschaftlichen Forschungen sind zu 100% auch das, was ich in meiner täglichen gewerkschaftlichen Tätigkeit erlebe. Und ich möchte euch einfach noch das ein oder andere praktische Beispiel geben, weil ich glaube, es ist manchmal auch wichtig, dass man sich einfach überlegt, so?
dass man sich einfach schlicht und ergreifend überlegt, was bedeutet das eigentlich für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen? Ich bin Gewerkschaftssekretär in Schwaben und wir betreuen als Gewerkschaft NGG auch eine Branche, die sich da in den letzten Jahren unrühmlich hervorgetan hat. Das ist die Schlachtindustrie. Und wenn wir die Frage stellen, was spaltet die Belegschaften, dann möchte ich euch das klar machen anhand der Frage Werkverträge. Was bedeutet das? Die Schlachtindustrie wird von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten seit Jahrzehnten tariflich abgedeckt. Und wir haben für die dort Beschäftigten auch immer gute Tarifverträge abschließen können. Das waren oftmals genossenschaftliche Betriebe, also die Landwirte haben sich quasi selbst einen Schlachthof hingestellt, um dort sich selbst sozusagen ihre Rinder abzukaufen, Schlachthof zu lassen und dann zu verkaufen. Das hat relativ gut funktioniert. So der Knackpunkt war, dass der holländische Schlachtkonzern Vion sich im deutschen Markt eingekauft hat, nach dem Motto, größer ist besser, und hat Marktanteile ohne Ende aufgekauft und hat sich vor allem jetzt im süddeutschen Raum verstärkt einen Schlachthof nach dem anderen aufgekauft. Darauf sind natürlich auch die anderen großen Schlachtkonzerne aufmerksam geworden, Westfleisch, Tönnies und Danish Crown. Und dann fing die Konzerne diese Geschichte an, dass sie gesagt haben, wir schauen mal, ob wir nicht Teilbereiche der Produktion per Werkvertrag fremdvergeben können. So, und das erstmal getreu nach dem Motto, naja, wenn es dann Spezialisten gibt, ja, der die Schweißnaht von den Hochdruckleitungen gut schweißen kann, dann mache ich das per Werkvertrag, das ist überhaupt nicht das Problem. Weil da gibt es eine spezialisierte Firma, die das einfach besser kann, und ich halte mir keinen Spezialisten vor. Was die aber letztlich gemacht haben, sie haben quasi den Kernbereich, das Herzstück der Firma, nämlich die Schlachtung, vergeben. Und im Endeffekt gibt es immer noch in Deutschland Schlachthöfe, da sind dann noch im Controlling und in der Personalabteilung 50 Männer und Frauen beschäftigt bei dem eigentlichen Unternehmen. Der Rest der gesamten Firma, der Rest des gesamten Betriebes ist fremdvergeben an Sub-Unternehmer. Das ist erstmal relativ absurd, ist aber juristisch absolut sauber, das dürfen die. Sämtliche Klagen, die Gewerkschaften, auch wir dagegen geführt haben, sind zum Erliegen gekommen, sind abgewiesen worden. Wenn man das ordentlich macht, juristisch sauber abgesichert, dann ist das erlaubt. Und das haben die gemacht. Bedeutet für uns als Gewerkschaft NGG, den letzten Warnstreik bei Südfleisch in Waldkraiburg haben wir, glaube ich, vor 7 oder 8 Jahren gemacht. Und die Kolleginnen und Kollegen dort, die bei Südfleisch angestellt waren, haben wirklich einen heldenhaften Kampf abgeliefert. Und haben sich eine Woche lang vors Tor gestellt. Das Problem war nur, das waren noch 35 Gewerkschaftsmitglieder. Guter Organisationsgrad. Ich glaube, da haben 40 oder 50 Leute nur gearbeitet, die bei Südfleisch angestellt waren. Die haben gestreikt. Die Produktion ist derweil 1:1 weitergelaufen, weil montags morgens Autos mit ungarischen Kennzeichen reingefahren sind und die 450 Werksvertragsarbeitnehmer natürlich weitergearbeitet haben. Um das euch mal klar zu machen, was bedeutet es, wenn diese Tendenz der Werksverträge, die jetzt auch in anderen Branchen ankommen, wenn das mal Schule macht, können wir als Gewerkschaften Tarifpolitik einpacken, weil wir schlicht und ergreifend keinerlei Zugriff mehr haben auf die Mehrwertproduktion und auf die Profitrate. Weil die Betriebe dann einfach, obwohl alle unsere Gewerkschaftsmitglieder bei dieser Firma streiken, 1:1 weiterarbeiten. Insofern, dieses Thema Werkverträge ist ein zentrales Element für die Frage Spaltung der Belegschaften. Hat Vion übrigens gar nichts gebracht, ne? Weil die Konkurrenz hat das genauso gemacht. Tönnies, Westfleisch und Danish Crown. Dieses Lohndumping wurde in der Branche durchgeführt, hat den Effekt, dass heute ein Konsument oder eine Konsumentin bei Real für einen Apfel und ein Ei Fleisch kriegt. Die Konzerne selbst aber sich gegenseitig totkonkurriert haben. Hat zur Folge, dass Vion jetzt gerade kurz vor der Insolvenz stand und vor ein paar Jahren Tafelsilber verkaufen musste. So viel noch zu der Frage, inwieweit die Logik des Wettbewerbsvorteils tatsächlich zieht. Sie zieht nicht. Nächstes Beispiel zur Spaltung von Belegschaften ist das Thema Leiharbeit.
Wir haben in Bayern eine Branche, die wir so ein bisschen stolz die Metall- und Elektroindustrie der NGG nennen. Das ist die bayerische Milchwirtschaft. Und da sind wir sehr, sehr gut organisiert. Wir haben dort viele Gewerkschaftsmitglieder und stellen dort auch qualitative Forderungen, ja? Also Altersteilzeit, unbefristete Übernahme der Azubis und so weiter und so fort. Das können wir da, weil wir dort stark sind. Und da gibt es Betriebe, die haben bis zu 30% Leiharbeiter auf Stammarbeitsplätzen. So. Zu nennen sind da Goldsteig in Kam, die stellen Mozzarella her. Und das hat sich ein bisschen gebessert, hat Hochland in Heimkirch. So, und wenn wir Tarifauseinandersetzungen haben, haben wir bei Goldsteig in Kam vielleicht 1.000 Beschäftigte, von denen sind 300 überhaupt nicht im Betrieb beschäftigt, sondern über Leiharbeit dort. Und das sind Größenordnungen, die schwächen unsere gewerkschaftliche Durchsetzungskraft, ohne Wenn und Aber. Und das spaltet die Belegschaft. Du hast es eben, oder ihr habt es eben sauber auch aufgedröselt. Dritter Punkt. Befristungen. Betriebsräte sagen mir, wir haben neue Kollegen eingestellt bekommen, die sagen zu mir, Gewerkschaft ist eine gute Sache. Aber erst, wenn ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag habe. Jetzt können wir 1.000 Mal mit den Betriebsräten reden. Der Chef kriegt das nicht mit. Es gibt ein Grundrecht auf Koalitionsfreiheit und so weiter und so fort. Für die Kolleginnen und Kollegen, die sich quasi in der verlängerten 2-jährigen Probezeit fühlen, ist die Gewerkschaftsmitgliedschaft subjektiv kein Schutz, sondern eine Bedrohung, weil sie Angst haben, dass sie genau deswegen keinen unbefristeten Vertrag bekommen. Das ist einfach weit verbreitet bei den Belegschaften. Das bedeutet, jedes altgediente Gewerkschaftsmitglied, was in die wohlverdiente Rente geht, scheidet aus, bleibt vielleicht nur als Rentner Gewerkschaftsmitglied, aber wir haben ihn nicht mehr im Betrieb und wir haben größte Probleme. Wir haben größte Probleme tatsächlich von unseren Betriebsrätinnen und Räten, die befristet eingestellten Kollegen zu organisieren. Und die sind auch im Zweifelsfall diejenigen, die beim Warnstreik weiter an der Maschine stehen. Und dann droht so ein Warnstreik, wenn er tatsächlich auf Abstellen und Unterbrechung der Produktion ausgerichtet ist, möglicherweise ins Leere zu laufen. Das machst du als Gewerkschaft einmal und dann hat der Arbeitgeber in der nächsten Tarifrunde bedeutend weniger Respekt vor dir. Es gibt Betriebe, die arbeiten ausschließlich mit befristeten Verträgen. Es gibt so eine moderne Kaffeekette, die heißt nicht mehr Kaffee, sondern irgendwie Barista. SFCC ist Kentucky, nein, SFCC ist San Francisco Coffee Company, nee, in München. Und die gesamte Belegschaft hat nur 2-Jahres-Verträge. So. Das bedeutet, wir wählen dort Betriebsräte, haben wir gemacht, nach 2 Jahren sind die Betriebsräte weg. Weil wenn der Job weg ist, ist auch das Betriebsratsmandat weg. Mach dort mal Betriebsratsarbeit, mach dort mal Tarifpolitik. Das geht faktisch gar nicht. Zumindest nicht mit den althergebrachten Methoden, die wir haben. Vorletzter Punkt, Teilzeit- und Befristungsgesetz. Der größte Betrieb, den ich in Schwaben betreue, ist eine Bäckerei, Landbäckerei Ihle in Friedberg, nicht in Hessen, sondern in der Nähe von Augsburg. 1.800 Beschäftigte, ein reiner Filialbetrieb. Also die Produktion ist in einem gesonderten Betrieb, in einer besonderen GmbH abgebildet und dieser Verkaufsbetrieb mit 250 Filialen und 1.800 Beschäftigten ist eine eigene GmbH und Co. KG. Von diesen 1.800 Beschäftigten ist die Mehrzahl der Beschäftigten in Teilzeit, viele als Minijobber angestellt. Das bedeutet, dort haben wir so eine hohe Anzahl von Teilzeitbeschäftigten, dass es für uns und auch für die Betriebsräte, die es dort gibt, ein Ding der Unmöglichkeit ist, tatsächlich in der Amtszeit von 4 Jahren tatsächlich mit jeder Kollegin, die dort arbeitet, mal 2-mal zu reden. Weil jedes Mal, wenn du in die Filiale gehst, siehst du ein anderes Gesicht. Das dürfte dem einen oder anderen, der bei euch in größeren Ketten Brötchen kaufen geht, ähnlich gehen. Dass diese Tendenz, dass du früher wusstest, am Montag ist da die Frau Müller und am Dienstag der Herr Meier, die Zeiten sind vorbei, bedeutet für uns als Gewerkschaften und als Betriebsräte wiederum, wie organisieren wir diese Kolleginnen und Kollegen? Letzter Punkt,
Allgemeinverbindlichkeitserklärung gab es früher, gibt es heute fast nicht mehr. Allgemeinverbindlichkeitserklärung heißt, wenn die Gewerkschaft mit dem Arbeitgeberverband einen Tarifvertrag abschließt, so kann auf Antrag die Politik ihn für allgemeinverbindlich erklären. Das heißt, jeder in dieser Branche tätige Betrieb muss sich an diesen Tarifvertrag halten, ob er will oder nicht. Gibt es in Bayern für meinen Bereich noch im Hotel- und Gaststättengewerbe beim Tarifvertrag Altersvorsorge, der ist relativ irrelevant, und im Bereich des Bäckerhandwerks für den Manteltarifvertrag, wo die Zuschläge geregelt sind. Im gesamten Hotel- und Gaststättengewerbe in Bayern gibt es ansonsten fast keine Tarifbindung mehr. Das bedeutet, die Arbeitgeber stellen die Beschäftigten so ein, wie sie es in der Verhandlung vom einzelnen Kollegen zum Chef hinbekommen. Und das bedeutet 42-Stunden-Woche bei 1.200 € netto, ohne Zuschläge, ohne Weihnachtsgeld. Wenn ich dann altgediente Kollegen habe, die noch zu Tarifvertragsbedingungen eingestellt worden sind, sind das natürlich wiederum die alten Teuren, die konkurrieren mit den jungen Billigen. Einfluss des Staates auf die Lohnpolitik. In der betrieblichen Praxis und der tariflichen Praxis für uns sind das ganz pragmatische Dinge. Wenn die Bundesregierung die Rentenformel so verändert, dass die Kollegen in Altersarmut laufen, dann haben wir eine Verantwortung, irgendetwas für die Altersvorsorge für die Kollegen zu tun. So zumindest der Beschluss des Gewerkschaftstags der Gewerkschaft NGG. Wir haben angefangen, eine tarifliche Altersvorsorge aufzulegen, genau für die Kollegen, die so wenig bezahlen, dass sie sicher in die Altersarmut laufen werden mit Rente mit 67 und so weiter und so fort. Bedeutet aber auch, um die zu finanzieren, brauchen wir Arbeitgeberanteile alle, also wir brauchen Arbeitgeberfinanzierung. Und diese Arbeitgeberfinanzierung kostet uns in bestimmten Verhandlungen immer wertvolle Punkte hinterm Komma bei den Lohnerhöhungen. Also, wir wandeln dann immer, wir machen eine etwas niedrigere Lohnerhöhung und verpflichten die Arbeitgeber dafür, in eine betriebliche oder eine tarifliche, besser gesagt Altersvorsorge, etwas einzuzahlen. Also wir sind als Gewerkschaften immer mehr der Reparaturbetrieb für eine verfehlte Sozial- und Altersvorsorge. So. Das ist hoch umstritten bei uns, ob das Sinn macht oder nicht. Ich stelle euch das einfach mal so dar, was wir da als Gewerkschaften sozusagen für Probleme haben. Auswirkungen dieses Lohndumpings, ganz konkret, Ausnahmen bestätigen die Regel, Florian. Der besagten Branche der Schlachtindustrie hat sich der belgische Staat im Jahr 2013, also vor Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, bei der EU-Kommission über Lohndumping der Bundesrepublik Deutschland beschwert, weil in Frankreich, Dänemark und auch eben Belgien hohe Tarifbindung auch in der Schlachtindustrie herrscht, der Stundenlohn für einen Schlachter dort ungefähr bei 16 € liegt, plus die Stundenlöhne für die Werksvertragsarbeitnehmer, die hier in Deutschland beschäftigt werden können, liegen bei 3 bis 7 €. Das bedeutet, jahrzehntelang war Deutschland ein Importeur von Schweinehälften. Nachdem aber die dänische, belgische und französische Schlachtindustrie gesehen hat, dass man hier in Deutschland so schön günstig Schweine schlachten kann, haben die Standorte in Dänemark, Belgien und Frankreich geschlossen und sich in Deutschland eingekauft. Betriebswirtschaftlich höchst sinnvoll. Daraufhin ist Deutschland relativ schnell zum Nettoexporteur von Schweinehälften geworden. Also in dem Fall eine ganz klare und sehr anschauliches Beispiel für dieses Lohndumping. Bedeutet auch, der tarifgebundene Schlachter in Belgien hat seinen Job verloren. Bedeutet auch, wir exportieren Arbeitslosigkeit ins EU-Ausland. Bedeutet auch, dass die Extra-Profite, die dann doch bei dem einen oder anderen Unternehmen landen, letztlich, wie auch der dauernde Exportüberschuss oder Leistungsbilanzüberschuss der Bundesrepublik Deutschland, letztlich zu spekulativen Blasen führen, weil die Investitionstätigkeit der Unternehmen in Deutschland richtet sich natürlich nach den zukünftigen Gewinnerwartungen und bei der niedrigen Kaufkraft stellt kein vernünftig denkender Industrieller ein neues Fabrikgebäude auf die grüne Wiese, in dem Konsumgüter produziert werden, weil wer soll das kaufen? Also die Investitionstätigkeit geht nach unten. Wir haben nach wie vor die Gefahr von Blasen. Und letztlich ist es eine Zeitbombe für die Währungsunion. Soweit von meiner Seite. Was können wir tun? Ich
plädiere dafür, dass so ein Vortrag, wie du ihn gehalten hast, Florian, dass der für alle unsere Betriebsräte und betrieblichen Funktionäre Pflicht sein sollte. Darauf haben die Einzelgewerkschaften zu achten. Stichwort politische Bildung, volkswirtschaftliche politische Bildung für unsere Betriebsräte und für unsere Tarifkommissionsmitglieder, für die gewerkschaftlichen Funktionäre ist das A und O. Es ist die Grundlage, dass die Kollegen im Konflikt zwischen Kapital und Arbeit Orientierung haben, wo sie stehen, wie die Erpressungsmechanismen des Kapitals sind und wie wir uns dagegen zu wehren haben. Das halte ich für eine langfristige, ganz, ganz wichtige Entscheidung, die die Gewerkschaften auf jeden Fall wieder verstärkt angehen müssen. Und für uns als Gewerkschaft NGG ist die Erfahrung, dass wir sagen, wir versuchen dort, wo es geht, unsere Tarifauseinandersetzungen konfliktorientiert anzulegen, weil wir möchten, dass wir unsere Kollegen in den Betrieben, auch die Leiharbeiter, auch die befristet Beschäftigten, gemeinsam in den Konflikt ziehen, dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, dass die Belegschaften, so zersplittert wie sie auch sind, das Kollektiv, die kollektive Erfahrung eines Warnstreiks machen. Das klingt auch gerade für mich, als ich angefangen habe, bei der Gewerkschaft NGG zu arbeiten, klang das alles ein bisschen oldschool, ja? Mit Trillerpfeifen, Westen und Fahnen sich vors Werkstor zu stellen. Heute aus meiner Erfahrung sage ich, ja, genau das ist notwendig. Diese politische Praxis, diese gemeinsame Erfahrung ist immens notwendig für die Mentalität der einzelnen Belegschaften. Und das würde uns auch dann stärken, damit wir unsere Hausaufgaben, nämlich bessere Tarifpolitik machen, von den Stöcken und Steinen, die uns da von der Politik in den Weg gelegt werden, brauche ich jetzt nicht nochmal zu sprechen, weil das haben meine Vorrednerinnen und Vorredner zu 100% schon dargelegt. Dankeschön. Gut, dann können wir gleich in die Diskussion einsteigen. Ich denke, Verständnisfragen waren nicht. Alle drei haben sehr verständlich gesprochen. Und ja, das Podium ist eröffnet. Wartest du noch mal bis dann? Ja. Schon an. Ja. Also Nikita Karavajew aus Freiburg, jetzt seit neuestem Landessprecher der AG-Betrieb und Gewerkschaft Baden-Württemberg. Ja, also zunächst mal danke für die Vorträge und war alles sehr spannend. Zur Frage, was können wir tun, um sozusagen wieder die Gewerkschaften und Betriebsräte, Belegschaften in die Lage zu versetzen, wieder zu besseren Verhandlungsergebnissen zu kommen. Ja. Erstens, also ich fand hier waren schon sehr, sehr interessante Vorschläge. Was mich noch interessieren würde, also zunächst mal gibt es ja unterschiedliche Handlungsebenen. Das ist zum einen sozusagen die Gewerkschaften selbst und die Betriebsräte, was die tun können. Das ist die eine Frage. Die andere Frage, was können wir als politische Partei auch tun, also beziehungsweise die Linke als politische Partei, was kann sie tun, was kann man auf politischer Ebene machen. Bei der ersten Frage, was können Betriebsräte und Gewerkschaften tun, würde mich, also erstens interessieren, hier wurde die Allgemeinverbindlichkeitserklärung angesprochen, oder die allgemeinverbindlichkeitserklärten Tarifverträge wurden angesprochen, die sind zurückgegangen in den letzten Jahren. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, jetzt neulich erst in der Auseinandersetzung um den Sozial- und Erziehungsdienst bei uns in Baden-Württemberg, dass das Verhältnis der Gewerkschaften zur VE durchaus differenziert ist. Ja, also es ist keineswegs so, dass sie sagen, okay, das wäre doch eine Idee, zum Beispiel für den Sozial- und Erziehungsdienst, da die Beschäftigten, die nicht vom Tarifvertrag mit erfasst sind, dass man die versucht, über so eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung sozusagen besser zu schützen, zu erreichen und so weiter, sondern die sagen, also das Rufen nach dem Staat, das wollen wir hier nicht, das ist eine schwierige Sache und das wollen wir eigentlich vermeiden. Ja. Also sozusagen im vergangenen Jahr wurde ja sozusagen diese Allgemeinverbindlichkeitserklärung reformiert im Rahmen des Tarifautonomie-Stärkungsgesetzes. Dieses 50%-Quorum ist weggefallen. Ist zwar immer noch schwierig, weil natürlich sozusagen von beiden Seiten ein Antrag kommen muss, sowohl von Arbeitgeber- als auch von Gewerkschaftsseite. Aber
wie gesagt, also dieses Verhältnis der Gewerkschaften zur VE scheint mir klärungsbedürftig zu sein, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wäre natürlich die Frage, es gab, ich glaube, so Ende der 70er gab es sehr, sehr weitgehende Ansätze oder Versuche, auch Mitbestimmung im Betrieb, also zum Thema qualitative Tarifpolitik, Mitbestimmung im Betrieb oder mehr Mitbestimmung im Betrieb durchzusetzen. Und ich glaube, es gab da auch sehr weitgehende Vereinbarungen, zum Beispiel in der Zigarettenindustrie oder in anderen Bereichen, wo dann teilweise die, wie hieß das, da ist mir der Begriff entfallen, die, also die, sozusagen die Umstrukturierung, die dann folgten, sozusagen durch technische Erneuerungen und so, dass der Betriebsrat da maßgebliche Mitbestimmungsrechte bekam. Also solche Vereinbarungen wurden damals durchgesetzt. Das ist natürlich die Frage, also wird das noch verfolgt? Versucht man, also das wäre ja sozusagen wirklich ein wichtiger Punkt, dass man das versucht, wieder stärker in den Fokus zu rücken. Was mich auch zur politischen Ebene führt, meines Erachtens ist ein zentraler Punkt, mit dem diese ganzen Entwicklungen der letzten Jahre, die hier beschrieben wurden, zusammenhängen, die Standortfrage, die Standortproblematik. Und zwar also von der Sozialdemokratie über Gewerkschaften und so weiter war das, auch bei Betriebsräten, war diese Standortfrage oder und vor allen Dingen die Angst vor Standortverlagerung und Arbeitsplatzabbau, glaube ich, ganz, also fast noch gravierender von der Auswirkung her als die Standortverlagerung selbst. Ja. Man denke nur an den Fall Wiesmann sozusagen von 1996, in dem das ein Paradebeispiel, wo der Betriebsrat sich auf untertarifliche Bedingungen eingelassen hat, nur um die Produktion nicht nach Tschechien geht, sondern hier in Deutschland bleibt, oder andere Bereiche. Und wenn man sozusagen 2003, 2004 sagte, man sei gegen Agenda 2010, gegen die Prekarisierung, gegen die Deregulierung des Arbeitsmarkts, dann hieß es sofort, ja, wenn wir das nicht machen, das ist ja alles schön und gut, aber wenn wir das nicht machen, dann gehen die Arbeitsplätze und die Unternehmen ins Ausland. Und zwar doch ein wesentlicher Hemmungsfaktor. Ich glaube, sowas vollzieht sich ja, und hier wurde auch das Outsourcing angesprochen, ja, das ist auch nochmal ein Punkt, diese ganzen Sachen fallen unter die wirtschaftlichen Angelegenheiten, also unter Betriebsänderungen. Ja. Und ich glaube, gerade da muss man politisch ansetzen, um zu gucken, wie kann man verfassungsgemäß die betriebliche Mitbestimmung da in diesem Bereich deutlich ausbauen, weil unsere Regeln sind die wurden in den 50er Jahren entwickelt, im Betriebsverfassungsgesetz, seitdem nur geringfügig reformiert, gerade in dem Bereich. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich ansetzen und gucken, wie können wir Mitbestimmung in dem Bereich ausbauen. So, das wäre es mal. Danke. Gar nicht mehr? Ja, ja. Ich habe das erstmal ein bisschen laufen lassen, weil wir relativ zügig hier durchgekommen sind. Aber bitte bei den nächsten Wortmeldungen eher zum Punkt kommen. Am besten ist, wir haben noch genug Zeit. Gut, wollt ihr jetzt schon auf Allgemeinverbindlichkeit, Stellung, Mitbestimmung, Gewerkschaften und überhaupt die Standortfrage, wollt ihr da schon darauf Antworten eingehen? Also ich glaube, einen Punkt kann man tatsächlich machen. Also bei der Frage, was kann die Politik tun, da würde ich sagen, ist es wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den Common Sense herauszufordern. Also diese Sache mit der Standortverlagerung war da ein ganz wichtiger Bereich, glaube ich, der in den 90er Jahren fast jede Kritik an Deregulierungsmaßnahmen und so weiter im Keim erstickt hat, einfach weil man immer gesagt hat, dass die Arbeitskraft ist zu teuer und alle anderen sind billiger und man wird abwandern und so weiter. Ich glaube, wenn man jetzt im Rückblick schaut, was ist in der Zeit eigentlich passiert, findet man extrem ähnliche Politiken in sehr unterschiedlichen europäischen Ländern und ist dieser Punkt einfach nicht haltbar gewesen. Also weil dadurch, dass also in Deutschland quasi Arbeitskraft billiger gemacht worden ist, in Nachbarländern dasselbe passiert ist, sich die Bedingungen, sozusagen die Unterschiede nicht unbedingt verändert haben, sondern das allgemeine Niveau runtergegangen ist. Also da glaube ich, hilft eine andere Perspektive ganz gewaltig weiter. Und wichtig wäre meines Erachtens vor allen Dingen, Alternativen zu formulieren in dem Zusammenhang. Weil das wirklich ein Problem ist, politische Lösungsansätze auch überhaupt erst wieder in den Raum zu bringen, nachdem wir jetzt die letzten 20, 30 Jahre eigentlich immer eine Art des Verständnisses davon, wie die Wirtschaft funktioniert hatten,
was, glaube ich, sich spätestens mit der Wirtschaftskrise eigentlich erledigt hat, aber die neuen Wege sind noch nicht so richtig sichtbar und da gibt es, glaube ich, ein Vakuum. Ich möchte es noch ergänzen. Das Problem ist ja, dass die Gewerkschaften sich das nicht aussuchen können, welche Positionen sie vertreten. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Bei Müllerbrot in München, die sind mittlerweile insolvent, weil man da verstärkt Ungeziefer in der Produktion gefunden hat. Bei Müllerbrot ging es schon vorher nicht gut. Und unsere 500 Gewerkschaftsmitglieder dort haben in jeder Tarifrunde freiwillig quasi ihren Anteil dazu beigetragen, für die Sanierung des Unternehmens zu sorgen. Also sie haben über mehrere Jahre mindestens im höheren sechsstelligen Bereich auf Lohnbestandteile verzichtet. So. Das ist jetzt nicht auf dem Mist von dem betreuenden Gewerkschaftssekretär gewachsen, sondern das war die feste Überzeugung der Belegschaft, dass das der richtige Weg ist. Wir hätten das gar nicht anders machen können, weil die uns geteert und gefedert hätten. So. Also, weil das war der Wunsch der Belegschaft. So. Gleiches hast du auch bei dieser Südfleisch-Situation gehabt, von der ich eben gesprochen habe. Vion hat sich eingekauft und hat erstmal die Arbeitszeit von 38 auf 42 Stunden erhöht. Wie haben die das gemacht? Es gab noch ein Geld im Tarifvertrag. Die sind von Betriebsrat zu Betriebsratgremium gesagt und haben gesagt, pass auf, mein Freund, entweder du erhöhst jetzt die Arbeitszeit von 38 auf 42 Stunden und zwar unbezahlt, oder ihr geht. Wir machen morgen eine Mitarbeiterversammlung. Da stelle ich mich vor die 200 Beschäftigten hin und sage, dass du, lieber Betriebsrat, schuld bist, dass der Laden morgen geschlossen wird. Du hast jetzt die Wahl. Die Betriebsräte haben alle die 42-Stunden-Woche unterschrieben, bis auf einige. Geschlossen worden sind die Betriebe trotzdem. Und dann ist es sozusagen die Frage, schaffen wir es aus diesen Erfahrungen heraus, in den konkreten Konflikt, wo die Menschen ja konkrete Sorge um ihren Arbeitsplatz haben. Das sind existenzielle Ängste. Das muss uns klar sein. Und wo sie bereit sind, auch dem Arbeitgeber ja einen Vertrauensvorschuss zu geben, unter dem Motto, der wird uns ja nicht anlügen. Das, was er uns verspricht, was er uns sagt, die Arbeitsplatzgarantie, das wird er doch einhalten. So, wie gehen wir damit um und wie schaffen wir es, die Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, dass solchen vergifteten Angeboten oder auch dieser Standortlogik, dass der nicht zu trauen ist. Das ist wiederum eine Aufgabe aus dem politischen Prozess heraus. So, ein gegenseitiger Prozess zwischen Belegschaften, Betriebsrat und den betreuenden Gewerkschaftssekretären. Vielleicht noch ganz kurz. Ich meine, ich bin dazu nicht... Ist nicht mein Fachgebiet, aber was du gesagt hast zur Position der Gewerkschaften, zur allgemeinverbindlichen Erklärung, mich so ein bisschen gewundert. Ich bin, glaube ich, schon der Auffassung, dass das dass die Stärkung von AVE als Instrument auch schon auch gewerkschaftliche Position ist, also, soweit ich weiß. Auch was, sage ich mal, Agenda 2010 angeht und diese ganzen Arbeitsmarktreformen, die man ist es, glaube ich, auch schwer, im Gewerkschaftslager jemanden zu finden, der noch irgendwas diesen Reformen in irgendeiner Weise abgewinnen könnte. So ist mein persönlicher Eindruck. Ich glaube, das ist schon sehr breit, wird das gesehen, dass das Katastrophe war. Was du gesagt hast, bezüglich der Frage, wir hatten ja die Krise und eigentlich hat sich sozusagen die Mainstream-Wirtschaftspolitik, die neoliberale Wirtschaftspolitik eigentlich überlebt oder so. Den Eindruck konnte man zwischenzeitlich gewinnen, aber ich bin da doch sehr, sehr pessimistisch. Und gerade wenn man sich anguckt, was passiert auf Ebene der EU und auch gerade was passiert im Zusammenhang mit der Frage politische Eingriffe in die Tarifautonomie und in die Lohnfindung sozusagen auf europäischer Ebene, sind das schon Entwicklungen, die eigentlich katastrophaler sind denn je, würde ich sagen. Also diese Troika-Politik, diese Politik der Kommission bei den Krisenländern, aber auch darüber hinaus. Also es gibt jetzt so ein neues, relativ, das ist auch schon nicht mehr ganz so neu, so ein relativ neues Papier von Juncker, also Kommissionspräsident Juncker, mit
Draghi, EZB-Präsident, zusammen und noch einigen anderen, hier dem Kollegen Dijsselbloem von der Eurogruppe und so weiter, also vier oder fünf maßgebliche Chefs in Europa, die ein Papier gemacht haben, wo sie sich explizit nochmal dazu äußern und zu dieser wirtschaftspolitischen Steuerung, Koordinierung beitragen wollen, wie die reformiert werden sollen. Und die interpretieren eben die Krise wieder ganz genau so, obwohl, ich habe ja kurz aufgezeigt, was diese Lohnkürzungs- und Sparpolitik führt, dass eben Europa immer tiefer in die Rezession und in die Krise gestürzt ist. Und die sagen, jawohl, wir sind tiefer in die Krise gestürzt. Das liegt aber jetzt nicht daran an der Politik, die wir die letzten Jahre gemacht haben, sondern das liegt daran, dass vor der Krise die Griechen und alle hier so hohe Löhne kassiert haben. Also absurd, es ist komplett absurd, aber sie ziehen das sehr durch und das sind maßgebliche Akteure. Das ist nicht irgendein komischer Referatsleiter oder so, der das da niederschreibt, sondern das sind die maßgeblichen Akteure und entsprechend ist zu erwarten, dass da nichts Gutes bei rumkommt, auch in den kommenden Jahren. Insofern denke ich, dass die Angriffe da jetzt gerade wieder eher stärker werden. Und da gibt es natürlich einiges zu tun. Da gibt es natürlich auch einiges für die Linke dann zu tun. Ne? Ich meine, die Frage, wie beteiligt man sich da an der politischen Willensbildung und wie nimmt man da daran teil? Ne? Ja, nächste Fragen, bitte. Ja, da ist die. Ja. Dann kommst du als Zweit. Wer hat dich jetzt eher gemeldet? Ist das alles? Dann bleib da hinten, wo du das Mikrofon hast. So, jetzt an? Ja. Gut. Ich stelle mir nochmal vor, Matthias Panda, komme aus Hannover. Also das, was du erzählt hast, Tim, das kann ich so auch bestätigen mit der Angst, irgendwie aktiv zu werden. Also ich bin überzeugter linker Gewerkschafter, habe aber den Eintritt in die Gewerkschaft auch erst gewagt, als ich einen unbefristeten Job hatte. Ich bin jetzt auch aktiv geworden im Betrieb und kann mir deswegen eigentlich ziemlich sicher sein, dass wenn unsere Betriebsvereinbarung 2022 ausläuft, ich mir dann einen neuen Job suchen muss, wenn ich bis dahin nicht in den Personalrat gewählt werde. Das habe ich aber auch bewusst in Kauf genommen so. Und ich kenne das auch aus meinem Umfeld. Also das ist schon sehr, sehr problematisch. Und ja, da würde mich halt interessieren in dem Zusammenhang, wie seht ihr das Thema Union-Busting, was ja auch verstärkt bei uns aufkommt irgendwie in Deutschland. Und noch eine andere Frage. Also ich persönlich bin auch der Überzeugung, also ich bin, nachdem ich dann gewerkschaftlich aktiv geworden bin, dann auch in die Linke eingetreten. Das auch aus der Überzeugung heraus, dass Gewerkschaftsarbeit und Tarifautonomie zwar gut ist, aber irgendwo eine gewisse Basis braucht. Und wenn wir dann sowas haben, wie uns die rot-grüne Bundesregierung beschert hat, Hartz IV, Deregulierung der Leiharbeit und so weiter, dann wird uns einfach auch als Gewerkschafter der Boden oder Gewerkschafterinnen der Boden unter den Füßen weggerissen. Wenn ich dann aber Kolleginnen und Kollegen aus dem gewerkschaftlichen Zusammenhang anspreche, dann kriege ich da auch ganz oft so, und das müssen wir alleine lösen als Gewerkschaften. Wir sind eigentlich stark genug. Ich sehe das anders. Also ich sehe uns da eher als Bündnispartner, auch die Gewerkschaften und die Linke. Wie bewertet ihr das und was könntet ihr mir da an Argumentationshilfen vielleicht noch nennen? Gut, dann machen wir gleich die nächste Frage. War ja relativ kurz und knapp. Ja, hallo, ich bin Martin, ich komme auch aus Hannover und ich bin Betriebsrat und ich bin in der IG Metall und ich mache seit kurzem auch Grundausbildung für neu gewählte Betriebsräte, diese Einsteigerseminare. Und ich glaube, diese schleichende oder auch bewusst forcierte Neoliberalisierung des privaten Denkens, dass jeder also denkt, ich muss effektiv sein und ich muss nützlich sein, sonst bin ich nichts wert. Das hat sich inzwischen so weit durchgezogen, dass es also ganz schwer ist, Leute dazu zu bringen, in die Gewerkschaft einzutreten. Also ich glaube, wir sind in unserem Betrieb da nicht schlecht aufgestellt. Wir machen ziemlich viel und ich glaube, wir machen das auch nicht schlecht, aber wir schaffen trotzdem nur ganz wenig. Es treten also auch in die IG Metall nur ganz wenig Leute ein. Nicht nur, weil sie befristet sind, aber auch deswegen. Und dann kommt es irgendwann so weit,
wie man es jetzt beobachtet, dass auch in die Betriebsräte Leute einrücken, die überhaupt kein gewerkschaftliches oder beschäftigtenorientiertes Bewusstsein haben. Und ich frage in diesen Seminaren die Leute, weil ich mache da immer so ein bisschen Bildungswerbung und versuche das so hinzudrehen, dass die eben so einen sinnvollen Bildungsweg innerhalb der gewerkschaftlichen Seminare nehmen. Wer von euch hat das A1 gemacht? Das ist dieses gewerkschaftspolitische Grundlagenseminar der IG Metall. Und der ideale Werdegang eines Betriebsrats oder einer Betriebsrätin wäre ja, wie das früher auch normalerweise war, dass man eben erstmal Vertrauensmann oder Vertrauensfrau ist, wenn es sowas gibt, dass man sich gewerkschaftlich so ein bisschen engagiert, dass man da so eine politische Grundlagenbildung hat und dass man dann irgendwann, wenn man sich da sicher fühlt, in den Betriebsrat reingeht. Das ist aber jetzt nicht mehr so. Es ist also in vielen Betriebsräten so, dass die Leute so von null da eintreten, warum auch immer. Und wenn ich in so einem Seminar frage, wer von euch hat das A1 gemacht? Keiner oder zwei von 2022. Das ist eine Katastrophe. Und deswegen möchte ich das nochmal ganz ausdrücklich unterstützen, was Tim gesagt hat. Es ist ganz wichtig, dass gerade Betriebsräte, aber auch besser noch mehr Leute aus der Belegschaft gewerkschaftspolitisches Bewusstsein entwickeln. Und das geht nur ja, A, durch Seminare, dazu kann man keinen zwingen, aber B auch, wie du gesagt hast, durch solche Präsentationen, durch solche Informationen, die man den Leuten, ja, also ist natürlich Quatsch, aber die man den Leuten eigentlich zwangsweise überstülpen müsste, weil das ist verloren gegangen. Also dieses, naja, Klassenbewusstsein oder Bewusstsein, ich bin Arbeitnehmer, ich bin abhängig Beschäftigter und wir haben einen Interessengegensatz. Das ist weg, das hat fast keiner mehr. Und das, ja, da muss man, glaube ich, ansetzen, um irgendwo wieder klar zu kommen. Und dann hat man auch eine Chance, eine Bewegung von unten in die Gänge zu kriegen. Gut. Ich gebe wem auch immer. Ja, Union Busting war die Frage, einmal die konkrete Frage und dann gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Also zu gewerkschaftlicher Bildungsarbeit sind wir einer Meinung. Thema Union Busting würde ich nicht so hochhängen. Ist für die Arbeitgeber nochmal ein i-Tüpfelchen obendrauf. Aber eigentlich hat die Politik ganze Arbeit geleistet, wie wir jetzt ja auch gesehen haben. Ja? Mit gespaltenen Belegschaften, verunsicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Betriebsräten, die oftmals ja den Herausforderungen einfach nicht gewachsen sind, auch weil es ein völlig veraltetes Betriebsverfassungsgesetz gibt. Also, was ich so sehe, ist dann Union Busting. Wir hatten den Naujoks auch schon in Augsburg, ne? Das ist ja immer so die Ikone des Union Busting. Das ist ein schlechter Anwalt, ne? Der schreibt fehlerhafte Klageschriften und der verliert jedes Verfahren. Das ist sozusagen nur nochmal das i-Tüpfelchen, um die Kolleginnen und Kollegen möglicherweise nochmal zusätzlich zu verschüchtern und ist letztlich auch wiederum nur eine systematische Ausnutzung und ein systematischer Missbrauch des deutschen Arbeitsrechts, der deutschen Arbeitsgerichtsbarkeit, weil die Arbeitsgerichte werden ja mit überflüssigen Verfahren überzogen. Und ja, manifestiert eigentlich nochmal so diese Schieflage der deutschen Arbeitsgesetzgebung. Ja? So, weil ein Arbeitgeber, das hat Burger King GmbH ja gemacht, die haben Betriebsräte feuern wollen. Die haben den Betriebsräten dann die Löhne vorenthalten, teilweise über 9 Monate. Die haben die Leute ausgehungert. So, und das dürfen die. Das ist kein Straftatbestand. Und unsere Rechtsabteilung konnte daraus kein 119er-Verfahren schnitzen. Also keine staatsanwaltschaftliche Verfolgung, weil es ist ja ein individueller Rechtsanspruch vom einzelnen Kollegen gegenüber dem Arbeitgeber. Kann der Betriebsrat zum Arbeitsgericht gehen und seinen Lohn einklagen? Ja, hat der auch gemacht. Die Frage ist nur, wenn er in der zweiten Instanz ist, kriegt er nach einem Jahr seine Kohle. Was macht ein Kollege bei Burger King, der 1.800 Euro brutto verdient, ein Jahr lang ohne Kohle? Das wissen die Naujoks dieser Welt und nutzen das im Prinzip einfach nur nochmal systematisch aus. Insofern halte ich das jetzt für kein komplett neues Phänomen oder sowas, ja, oder sondern es ist im Prinzip, das geht alles, letztlich greift es nahtlos ineinander über. Was wichtig ist und was wir tun können und tun müssen, ist unseren Kolleginnen und Kollegen, wenn die zu uns kommen, ich spreche jetzt als Gewerkschaftshauptmann,
Hauptamtlicher und sagen, ich möchte diesen Konflikt eingehen, dass wir dann mit den Kollegen von A bis Z durchexerzieren, was dann auf sie zukommt. Dass wir die Kollegen nach Möglichkeit gut vorbereiten auf die ganzen juristischen Angriffe, auf die ganzen Spaltungstendenzen der Arbeitgeber oder jeder zweite Arbeitgeber, der einen handfesten Konflikt hat mittlerweile, der schickt die eigenen Leute zur Demonstration vor. Ja? So, dann demonstrieren die eigenen Leute gegen die Gewerkschaft oder gegen den Betriebsrat. Das ist auch so die neue Mode. So, da müssen wir unsere Leute darauf vorbereiten. Wenn wir sie vorbereitet haben und wenn sie einigermaßen sich überlegen können, was kommt da auf mich zu und sie uns dann sagen, ja, ich gehe den Konflikt trotzdem ein. Dann haben wir, denke ich mir, alles getan, um den Kollegen auch zu ermöglichen, diesen Konflikt zu gewinnen. Bei Burger King haben wir gewonnen. Die Kollegen haben durchgehalten. New York hat kein Verfahren gewonnen. Die Gewerkschaft NGG hat den Kollegen selbstverständlich Notfallunterstützung gezahlt. Also wir haben denen quasi Miete, Essen und Telefonrechnung bezahlt. Und kein einziger Betriebsrat von den 20 angeklagten Burger King-Betriebsräten in Deutschland ist von New York gekündigt worden. Das ist dann auch ein Erfolg, den wir dann auch mal auf unser Konto buchen können. Ja, einen Moment, kurz. Sorry, Entschuldigung. Genau, vielleicht einfach eine kurze Überlegung zu der Frage, Klassenbewusstsein ist weg. Ich glaube, dass im Moment eine interessante Situation dadurch entsteht, dass wir in verschiedenen Branchen sehr unterschiedliche Situationen haben. Ne? Also das, wovon du berichtest, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil das Phänomen, dass quasi die internen Arbeitsmärkte lockerer geworden sind, also dass Leute weniger lange in einem Beruf sind, weniger lange sich im Bereich hocharbeiten und so weiter, einfach auch heißt, dass die normalen Rekrutierungswege für die Gewerkschaften natürlich sprüchiger geworden sind. Ne? IG Metall ist da ja der Klassiker. Also was, wovon du berichtest, geht ja davon aus, Leute machen eine Lehre irgendwie in der Branche, dort kommen sie möglichst am ersten Tag in die Gewerkschaft und dann geht das über Jahre, wo man quasi die Lehrgänge durchläuft und so weiter und so weiter. Das gibt es, glaube ich, in manchen Bereichen noch, aber ist eben nicht mehr allgemein so. Ne? Und führt tatsächlich zu einem Problem, weil man einfach nicht mehr voraussetzen kann, dass Leute bestimmte Sachen mitbringen, wenn sie in einem bestimmten Punkt angekommen sind. In anderen Branchen ist die Situation, glaube ich, anders und interessant. Also in dem Bereich, den ich mir früher angeschaut habe, Reinigungsgewerbe zum Beispiel, hatte man ewig das Problem, dass man Frauen überhaupt nicht organisieren konnte. Also es waren zu 90% Frauen, die dort gearbeitet haben. Und das Problem war unter anderem, dass die ihren Job dort nicht als Beruf gesehen haben. Also man ist putzen gegangen, man hat aber gleichzeitig gesagt, ich bin nicht berufstätig, wenn man gefragt worden ist, was man eigentlich tut, sondern man verdient ein paar Euro dazu, bestenfalls. Und auf der Grundlage geht man auf keinen Fall in eine Gewerkschaft. Also ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, dass die Frauen normalerweise in der Nachbarschaft nicht erzählt haben, wie sie ihr Geld verdienen. Ne? Das war eine Sache, da hat man sich für geschämt, das war gar kein Beruf, das war nur ein Nebenverdienst, der kleine Zuverdienst und so weiter und so weiter. Und auf der Grundlage war das ganz schwer, jemanden dazu zu bringen, zu sagen, so, ich akzeptiere für mich selber, dass ich die nächsten Jahre putzen gehen werde und dass das meine Arbeit ist. Und weil ich abhängig beschäftigt bin und nicht eine Hausfrau mit einem Taschengeld, ja, trete ich auch in die Gewerkschaft ein. Und in den Bereichen, in denen das zum Beispiel so ist, habe ich den Eindruck, dass es wirklich eine Verbesserung teilweise gibt der Situation dadurch, dass gerade speziell in den Frauenbranchen mittlerweile sich doch rumspricht, dass Erwerbstätigkeit eigentlich eher die Regel ist als die Ausnahme. Und viele Frauen sich bewusst werden, dass es eigentlich jetzt um den Rest ihres Erwerbslebens geht. Heißt aber trotzdem, dass man gewerkschaftlich vor neuen Herausforderungen steht, weil das normalerweise nicht die klassische Klientel ist, die man in Gewerkschaften findet. Ne? Also die ganzen Organizing-Ansätze sind ja unter anderem auch deswegen umstritten, weil Beschäftigte in die Gewerkschaften geholt werden, die anders ticken, die Erfahrungen nicht haben, die erstmal anfangen, sich zu organisieren, die dann vielleicht schon wieder im nächsten Betrieb sind, weil ihre Verträge nicht halten. Und dann fängt man wieder an mit Organizing und dann ist die wirtschaftliche Krise vorbei und die Organisierung hört auf und so weiter und so weiter. Ich glaube, da haben sich einfach die Handlungsbedingungen komplett verändert. In manchen Bereichen, gerade in den prekären, würde ich teilweise eher Fortschritte sehen. In der IG Metall, im Metallbereich ist es mit Sicherheit so, dass ganz viel kaputt gegangen ist in den letzten Jahren. Ja, ich bin Volker Hink aus Thüringen, also ein zugezogener Wessi und habe dann immer so einen komischen Blick auf Ostdeutschland. Und ich finde, sozusagen, wenn man über Prekarisierung redet und über Spaltungstendenzen, dann muss man sich auch angucken, was langanhaltende Unsicherheit und Prekarisierung eigentlich an weiteren Spaltungen produziert. Und in Ostdeutschland, finde ich, kann man das deutlich ausgeprägt sehen,
dass es nämlich eine Generationenspaltung gibt, die sozusagen unterschiedliche Normen zur Arbeit haben. Also man hat in der Zwischenzeit eine Generation an jüngeren Leuten, die sind nur in prekärer Arbeit und in Unsicherheit aufgewachsen, die kennen gar nichts anderes und die haben eher ein nomadisches Verhältnis zur Arbeit entwickelt. Also die wollen noch ihre Ausbildung abschließen, einen ordentlichen Facharbeiterabschluss kriegen und dann gehen die weg. Und zwar nicht unbedingt mehr nur nach Westdeutschland, dieses Nomadentum, das erstreckt sich durch ganz Europa. Das ist völlig normal geworden für Leute im Osten, glaube ich, gerade Jüngere. Und das erschwert auch Arbeitskämpfer. Also es gibt in Thüringen nicht mehr viel Industrie, aber es gab sozusagen mit dem Ausbau der Solarindustrie im Erfurter Raum noch so einen industriellen Neuanfang. Und vor einigen Jahren hat Bosch Solar Energy sein Werk in der Nähe von Arnstadt, das ist bei Erfurt, geschlossen. Und es gab einen Arbeitskampf darum. Und die älteren Kolleginnen und Kollegen haben halt genauso auch aus der Unsicherheit ihrer Wendeerfahrung, ich muss meinen Arbeitsplatz verteidigen, endlich hatte ich mal eine dauerhafte Beschäftigung nach der Wendeerfahrung wieder. Die haben total krass darum gekämpft, während die jüngeren Leute mit dieser Form überhaupt nichts anfangen konnten. Die wollten ihre Ausbildung noch ordentlich abschließen und möglichst viel noch an irgendwie Abfindungen rausschlagen, weil die haben eh nicht damit gerechnet, ihr Leben lang bei Bosch zu arbeiten. Die haben überhaupt gar nicht mehr das Verhältnis dazu. Und ich glaube auch, dass dieser Arbeitskraft nicht so rühmlich ausgegangen ist. Das lag auch daran, dass das die IG Metall überhaupt nicht antizipiert hat, dass es da also generationenmäßig eine andere Norm zur Arbeit gibt. Und ich glaube, eine andauernde Prekarisierung muss man auch sehen, dass es zunehmend, also jetzt nicht in der Bildung eines festen Prekariats, das abgehängt ist, sondern dass sich einfach auch das, was normal ist, was man noch erwartet, radikal dadurch verändert. Und ich glaube, das ist in Ostdeutschland deutlich weiter fortgeschritten als im Westen, vor allen Dingen in den ländlichen Räumen, dort, wo es sozusagen nichts mehr gibt. Und das ist auch, glaube ich, ein Problem, was gewerkschaftliche Durchsetzungskraft in Ostdeutschland schwächt, aber auch für die Linke sozusagen eine Herausforderung ist, weil das ja riesige regionale Unterschiede aufmacht. Noch jemand? Frage, Beitrag? Dann würde ich sagen, kann jeder nochmal Schlussplädoyer halten und dann sind wir vor der Zeit fertig, wenn niemand mehr was sagen will. Aber ich will das auch nicht künstlich verlängern hier. Ups. Okay. Schlussplädoyer. Also ich fand das eigentlich echt ein gutes Panel, weil ich habe einiges gelernt und ich fand das ehrlich gesagt sehr gut zusammengesetzt. Also meinen Vortrag fand ich jetzt nicht so interessant, aber kannte ich auch schon. Ja. Aber ich fand das gut aus der soziologischen, quasi eigentlich auch schon wissenschaftlichen Perspektive, diese Betrachtung zu sehen von Prekarisierung, was das eigentlich beinhaltet und danach gleich tatsächlich diese praktischen Fälle und die praktischen Probleme, die das für die konkrete Gewerkschaftsarbeit auch mit sich bringt. Ja, also insofern, ich habe da viel auch mitgenommen, weil ich ja dann immer da im DGB sitze und irgendwie im Büro da meine Apparatschik-Arbeit mache. Und insofern fand ich das sehr gut und ich fand jetzt auch nicht so schlecht, dass ich diese makroökonomische Perspektive nochmal beleuchten durfte, um aufzuzeigen, auch was das denn darüber hinaus, jenseits dieses konkreten einzelnen Schicksals, sag ich mal, des Kollegen oder Kolleginnen oder Kollegen im Betrieb bedeutet, sondern was das auch für die Gesamtökonomie, für Europa, für den europäischen Zusammenhalt und für letztendlich den Wohlstand und die Lebensbedingungen aller Menschen für Folgen hat, was im Betrieb sozusagen vor Ort passiert. Ja, insofern gelungene Sache, Christian. Hast du gut gemacht. Danke. Ja, genau. Würde ich insgesamt genauso einschätzen. Denke auch nicht, dass wir jetzt riesen Schlussplädoyers brauchen, aber was ich aus der Runde auf jeden Fall mitnehme, ist, dass die Kombination, die wir jetzt hier hatten, tatsächlich gut ist. Also ich teile die Auffassung, dass man, glaube ich, mehr
mehr Einsicht braucht in ökonomische Zusammenhänge, wo man eigentlich steht, weil genau diese Frage mit dem Common Sense und wie wird eigentlich erklärt, wie Arbeit funktionieren muss, welche ökonomischen Effekte hat das und an welchen Punkten sind wir auch in der Lage, diese Argumentationen auseinanderzunehmen und auf Glaubwürdigkeit zu prüfen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir brauchen die Beiträge aus den Betrieben unbedingt, also weil das fehlt oft in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, auch die ich jetzt vor allen Dingen überblicken kann. Und wenn man das zusammenbringt, also auf der einen Seite die ökonomischen Abläufe, auf der anderen Seite die Frage, wie setzt sich sowas in Betrieben um und uns Wissenschaftlerinnen dann irgendwie noch dabei hat, um größere Bilder zu malen und zu verstehen, wo wir jetzt gerade stehen, dann glaube ich, ist das eine ganz produktive Zusammenarbeit. Jetzt nicht nur, um besser zu verstehen, was wir so vor uns haben, sondern auch um Eingriffsmöglichkeiten zu entwickeln. Dem schließe ich mich nur an. Dann kommt noch als letzter Punkt natürlich die Frage hinzu, wie kann man das dann aus der gewerkschaftlich-wissenschaftlichen, aus dem gewerkschaftswissenschaftlichen Bereich tatsächlich auch nochmal in die Restpolitik, ja, sage ich mal, Linkspartei, parlamentarische Entscheidungen, Mehrheitsverhältnisse und so weiter und so fort transportieren. Das ist dann ja noch die etwas ungeklärte Frage, weil wir sind uns ja innerhalb der Gewerkschaften zumindest schon mal in einigen Punkten einig. Auch da, es gehört ja auch zur Wahrheit dazu, ne? Nicht in allen, ist leider so. Aber da haben wir zumindest eine ähnliche Grundanalyse und arbeiten uns da schon ab, die unseren Betriebsräten und den Kollegen in den Betrieben näher zu bringen, die ja ohne mit der Wimper zu zucken unterschreiben, ne, dass die Scheißgriechen faul sind. Also das schreiben die. Mehrheitlich. So dramatisch das auch ist, wir haben da unglaublichen Aufklärungsbedarf, auch bei Betriebsräten, auch bei Gewerkschaftsmitgliedern, selbstverständlich. Die haben einfach die Bild-Zeitungs-Scheiße jeden Tag in die Birne gegossen bekommen und das geht leider nicht ohne Wirkung an den Menschen vorbei. Jetzt mal, um das neoliberale Gesellschaftsbild ein bisschen plakativ darzustellen. Dann ist die Frage, wie transformieren wir das quasi noch in politische, parlamentarische Mehrheitsverhältnisse? Das ist dann aber, denke ich mir, ein Punkt, den wir nicht heute nicht hier in dem Raum besprechen, aber vielleicht ja doch heute besprechen noch. Genau. Dankeschön, dass ihr da wart. Ja, ich bedanke mich auch bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und beim Podium. Wenn jemand noch was sagen möchte, hätte er jetzt noch Zeit, er oder sie. Aber okay, dann machen wir jetzt hier Schluss. Vielen Dank.